Ist gerade aufgestanden, ne? Ah. Wann machst du mal so auf? War schon beim So, Sport. das sieht gut aus. So, An der Bank? herzlich willkommen. Herzlich willkommen zum, ja, wichtigsten Live-Q&A des Jahres, könnte man sagen. Wir sind alle leicht nervös, ob das Ganze hier gut funktioniert. Ich merke, ich höre mich auf jeden Fall doppelt. Ich muss hier auf jeden Fall mich direkt einmal muten. Und deshalb habe ich mich auch gemutet und damit können wir anfangen. Vielen Dank an alle, die hier heute mit dabei sind, auf YouTube eingeschaltet haben, auf LinkedIn eingeschaltet haben. Heute zu Gast haben wir zwei Arbeiterkinder. Wir haben Moritz und wir haben Cihan mit dabei. Ich denke mal, die, die sich so früh schon eingewählt haben, wissen, wer heute hier zu Gast ist. Für diejenigen, die sich die Aufzeichnung anschauen werden, stelle ich die beiden auch einmal ganz kurz vor. Hier, Nabil schreibt schon auf LinkedIn, Ton passt alles top. Von dem her sehr, sehr schön. Vielleicht kann einmal in den YouTube-Chat noch geschrieben werden, ob ihr uns gut hören könnt und dann können wir weitermachen. Für die kurze Vorstellungsrunde, ich fange mal mit dem Cihan an. Cihan und Moritz haben sich beide kennengelernt während ihres dualen Studiums bei IBM. Für beide war es nie so von Anfang an klar, dass sie mal eines Tages studieren würden. Ne, beide sind die ersten aus ihrer Familie, die mit dem Studium begonnen haben. Dann hat man erstmal mit dem dualen Studium angefangen, weil das ist irgendwie, ne, eine Kombination aus Studium und Ausbildung. Da fühlt man sich vielleicht auf den ersten Schritt noch ein bisschen wohler. Und dann haben aber beide gemerkt, okay, wir haben beide ganz schön was im Köpfchen und wir wollen Karriere machen. Wir trauen uns das zu. Der Cihan ist in Deutschland geblieben auf seinem Karriereweg. Nach dem dualen Studium bei IBM ging es für den Cihan erst zur Deutschen Bahn, dann zu Olympos Europa und dann zur Porsche AG. Hat da in strategischen Abteilungen auch ziemlich weit oben mitgearbeitet, hat dann ein WAU-MBA parallel gemacht und ist heute Head of Corporate Development and Strategy bei MHP, Porsche Company, einer der führenden Beratungsunternehmen hier in Deutschland. Und ja, der Moritz ist heute zugeschaltet aus seinem Strandhaus in Malibu, wo er uns gerade eine kleine Roomtour gegeben hat. Und zwar hat es Moritz, wie man merkt, in die USA geholt. Correct me if I'm wrong, Moritz, aber soweit ich das recalle, bist du dann mit IBM in die USA gewechselt, nachdem du dort auch eingestiegen bist. Hast dann gemerkt, okay, das findest du geil. Hast es dann geschafft, einen MBA in Stanford zu machen, nachdem du einige Zeit bei IBM in den USA gearbeitet hast, hast dort während dieses Stanford-MBAs auch Stationen durchlaufen, zum Beispiel im Weißen Haus, zum Beispiel bei McKinsey und bist dann nach dem Stanford-MBA in der Wall Street bei Goldman Sachs eingestiegen, hast dort die Gaming Practice mit aufgebaut, denn was ich noch gar nicht erwähnt habe, der Moritz war früher auch mal Pro-Gamer in Diablo. Und hat dort dann seine Connections mit eingebracht, hat die Gaming Practice bei Goldman Sachs mit aufgebaut und ist dann nach einigen Jahren, obwohl es ihm eigentlich bei Goldman sehr viel Spaß gemacht hat, trotzdem in den Venture Capital Bereich gewechselt, weil er gesagt hat, alle nach einigen Jahren möchte ich mal wieder was Neues sehen und ist heute Partner bei Lightspeed Venture Partners, einem der führenden Venture Capital Funds der Welt. Und ja, hat ein ziemlich interessantes Leben und macht quasi das, was er als Teenager hobbymäßig gemacht hat, heute als Beruf. Und ja, die beiden jungen Männer hier im Stream können auf jeden Fall einiges mitgeben, können einiges erzählen, haben sich jeweils geschafft, eine sehr, sehr erfolgreiche Karriere aufzubauen, obwohl die, sage ich mal, Karten am Anfang vielleicht noch nicht so ja, für sie da lagen, dass es komplett klar war, dass sie super erfolgreich Karriere machen wollen. Und was wir heute in dem Live-Q&A machen wollen, ist vielen von euch einfach Fragen zu beantworten. Wir haben einige Fragen bereits vorbereitet, die Leute bereits vorab über das Formular gestellt haben. Da werden wir ab und zu eine passende Frage rauspicken, aber vor allem wollen wir euch auch live auf eure Fragen antworten. Von dem her seid da bitte mutig. Wir wollen euch hier irgendwie konkrete Tipps natürlich auch mit an die Hand geben. Wir wollen euch aufzeigen, dass man es schaffen kann, Karriere zu machen, dass man es schaffen kann, wirklich aus sich was zu machen, auch wenn vielleicht die um einen herum noch nicht so wirklich an einen glauben, auch wenn vielleicht die Leute um einen herum einem ausreden, diese hohen Ziele zu verfolgen. Und wollen euch da einfach mal, ja, aus erster Hand zeigen, A,
was wichtig ist, um Karriere zu machen, aber B, was vielleicht auch wichtig ist, um während all dieser Zeit immer noch ein cooler junger Mann oder eine coole junge Frau zu bleiben, die Menschlichkeit auch nicht zu verlieren, weil das, würde ich mal sagen, haben Moritz und Gian auf diesem Weg ebenfalls sehr, sehr gut geschafft. Moritz, Gian, vielen, vielen Dank, dass ihr euch die Zeit genommen habt, natürlich auch im Namen der ganzen Community. Und ich würde sagen, wir fangen vielleicht an mit einer ganz kurzen Frage an jeden von euch beiden. Vielleicht auch so ein bisschen anknüpfend an die beiden Karriere-Insider-Podcasts, die ich mit euch beiden gemacht habe. Moritz, legen wir gerne mal bei dir los. Was ist eine Sache, die du gerne früher gewusst hättest, wo du sagst, schon mal eine Sache, die ich auf jeden Fall an jeden jungen Zuhörer, an jede junge Zuhörerin hier heute mitgeben kann? Ja, also hoffentlich in den 2-3 Stunden, die wir heute haben, können wir viel abdecken. Aber ich glaube, ein Punkt, der für mich sehr wichtig war persönlich und dem ich auch wirklich jedem und jeder mit an die Hand geben möchte, ist, sich einfach zu trauen. Ich glaube, viele Sachen bleiben auf der Strecke, insbesondere ja, bei Arbeiterkindern oder bei Personen, wo die Vorbilder fehlen, sei das akademisch oder professionell oder im Freundeskreis. Weil man sich einfach nicht zutraut, sich zu bewerben auf das gewisse Studium, auf den gewissen Arbeitsplatz, auf das gewisse Stipendium oder Sonderprogramme, wie auch Gian und ich sie divers durchlaufen sind. Und da können wir auch drüber sprechen, was es noch alles gibt, sage ich mal, jetzt unabhängig von der Studienwahl oder von der Berufswahl und wie das unser Leben bereichert hat und wie das sicherlich auch die Leben der Zuhörer bereichern wird über die nächsten Jahre. Ich habe wirklich relativ spät erst angefangen, sage ich mal, in der Exzellenzliga, wenn man das so nennen kann, mitzuspielen. Das ging für mich wirklich, würde ich sagen, erst los mit 27, was für jemanden, der letztendlich dann sein Stanford MBA macht oder irgendwie auf der Forbes-Liste oder sonst wo erscheint, doch vergleichsweise spät. Und es gab für mich eigentlich auch früh Anzeichen, dass sicherlich das Potenzial da war dafür, bis zurück auf die Tage als Videospieler. Das war auch, sag ich mal, Competition auf globaler Ebene. Es hätte eigentlich einen Anreiz oder wäre vielleicht auch in vielen anderen sozioökonomischen Umfeldern ein Anreiz dafür gewesen, dass da Potenzial da ist, kognitiv oder irgendwie was oder leistungstechnisch. Aber irgendwie diese Brücke selber zu schlagen, hat für mich dann doch nochmal zusätzliche 10 Jahre gedauert, bis man irgendwie alles abgedeckt hat in puncto ja, Vergleich mit Kollegen, Vergleich mit Mentoren, mit Vorbildern, bis man sich dann endlich mal den Mut zusammennimmt, bei den entsprechenden Programmen sich zu bewerben. Und das hätte ich in meinem Fall sicherlich auch früher anfangen können. Und das heißt nicht, dass viele von diesen Sachen sehr schwierig sind letztendlich und sehr restriktiv sind in der Zulassung. Aber ich bin felsenfest davon überzeugt, dass Talent und Potenzial sehr gleichmäßig global verteilt ist und oft es weniger Durchlässigkeit gibt, als es geben könnte. Hauptsächlich einfach deshalb, weil Leute ohne Vorbilder, weil Leute ohne direkten Zugang zu Personen, die bestimmte Wege gegangen sind, sich einfach bestimmte Dinge nicht zutrauen. Und das ist, denke ich mal, auch ein Riesengrund für Gian und mich, hier heute aufzutreten und den Leuten diesen Mut mit an die Hand zu geben, weil wir verkaufen hier keinen Kurs, wir haben hier nichts dafür, außer 3 Stunden am Sonntag aufzugeben. Und ja, je mehr Fragen, desto besser und je kniffliger Fragen, desto lieber. Ja. Gian, möchtest du anschließen? Ich übernehme gerne. Also erstmal vielen Dank an euch beide auch, dass wir das jetzt hier machen und an alle anderen im Chat und im Stream. Ich sehe gerade, sind schon ein paar hundert. Das ist sehr schön und ich muss gestehen, Leute, es ist echt mein erster Tag, wo ich wieder fit bin. Die letzte Woche war ein bisschen angeschlagen. Selbst heute Morgen dachte ich nur, hey, wird das was? Aber es hat geklappt und ich bin froh, hier zu sein. Es ist super witzig. Wir haben ja hier nichts von dem hier gescriptet und auch die erste Frage oder die erste Antwort, wo Moritz jetzt von Trauen spricht. Ich hatte mir hier notiert, kochen alle auch nur mit Wasser? Ja, und das zielt auch so ein Stück weit in Richtung Trauen ab, nämlich, dass in den ersten Tagen, Wochen, Monaten, wie ich dann im Studium bei IBM unterwegs war, aber auch in den ersten Jobs oder den Jobs und den ersten Tagen der Jobs da danach,
hatte ich immer das Gefühl, ey, die haben mir bestimmt alle so viel voraus und kriege ich das eigentlich gebacken, ja, und habe ich eigentlich das nötige Rüstzeug und so weiter, um dann irgendwann festzustellen, entweder die haben alle genauso Schiss, ja, mit, also im Prinzip deine Peers und mit denen du da alles unterwegs bist, und B, jeder kommt erstmal mit den gleichen Voraussetzungen oder du bist in diesem Circle drin, also hast du erstmal die Voraussetzungen offensichtlich gehabt, und was du da danach dann fortfolgend machst, das liegt ganz allein bei dir, ja, und Moritz hat's vom Zocken gehabt, ja, in meiner Kindheit, ich konnte halt ziemlich gut die Computer auseinanderschrauben und wieder zusammenlegen, ja, also mein Vater hat irgendwann mal vom Schrottplatz eine alte Kiste mitgebracht, also hier, das scheint ein Computer zu sein, guck mal, was du damit anfangen kannst, und dann habe ich mich autodidaktisch da reingebohrt, im wahrsten Sinne des Wortes, und habe mir eine Grafikkarte Nvidia GeForce 2 damals geholt und Soundkarte und so weiter, damals für mich, ich schraube halt an der Kiste rum, ja, mit einem Blick von heute würde ich sagen, ey, das ist ja eigentlich wirklich was wert, ne? Genauso Moritz wie dein Zocken, wo man gesagt hätte wahrscheinlich, ach, der zockt ja nur, ne? Aber irgendwie, er war halt unter, keine Ahnung, 2 Millionen Spielern oder 20 Millionen Spielern der Beste weltweit. Ist doch ein Unterschied, ne? Insofern, also die Frage beantworte ich in zweierlei Richtung. Kochen alle auch nur mit Wasser, und wenn ich das vorher gewusst hätte, glaube ich, wäre ich an der einen oder anderen Stelle deutlich entspannter und auch ein bisschen fokussierter. Und Nummer zwei, das, was ihr jetzt macht, hat eventuell viel mehr positiven Effekt auf das, was ihr in der Zukunft macht, als ihr eventuell glaubt. Und für alle, die sich wundern, warum das Bild bei Cihan so schlecht ist, der wählt sich heute von seiner LG Smart Fridge ein. Toaster. Ja. Ich greife mal vielleicht da noch einen kleinen Punkt an. Ne? Ich meine, ich bin bei weitem noch nicht so erfahren wie ihr, aber jetzt eine Sache, die ich vielleicht gerne früher gewusst hätte, die ich im Rahmen von dem gerne mitgeben würde, was auch sehr gut anknüpft an das, was ihr beide gesagt habt, ist, dass man eine gewisse Patience und eine gewisse Geduld entwickelt und versteht. Und ich finde, dafür seid ihr beide ein super tolles Beispiel, dass man nicht alles direkt irgendwie mit 18, 19 oder 20 schon perfekt herausgefunden haben muss. So, das ist und versucht, alles, was man macht, auch mit einer gewissen Mittel- und Langfristigkeit auszurichten. Das geht, sag ich mal, im Bereich Studium, Karriere. Das geht, wenn man ich merke es bei mir selber vor allem, wenn man ein eigenes Unternehmen gründet, ne, dann denkt man vielleicht immer sehr, sehr kurzfristig an irgendwelche Sachen, die sich dann kurzfristig lohnen, die aber einem dann mittel- und langfristig gerne in den Hintern beißen. Das hätte ich zum Beispiel früher deutlich, deutlich lieber gewusst, und macht euch von dem her insbesondere, ne, das richtet sich, soll sich hier auch so ein bisschen an die Leute richten, die, wie der Moritz gesagt hat, vielleicht aus dem familiären Umfeld oder wie auch immer noch nicht so diese Anknüpfungspunkte hatten zu irgendwie den absoluten Top-Performern, zu den Top-Managern, zu den erfolgreichen Unternehmern und. Nur weil ihr gerade noch deutlich oder ein ziemlich starkes Stück davon unterwegs seid, es ist komplett egal. Niemand, oder es ist sehr, sehr schwierig, sich diese Perspektive mal vorzustellen, was passiert, wenn ihr mal wirklich 3, 4, 5, 6 Jahre konstant an diesem Ziel arbeitet und konstant diesen Weg geht. Weil vor allem, wenn man jung ist, so, ihr habt euch vielleicht mal in der Abiturprüfung mal einen Monat lang drauf konzentriert, da mal ein gewisses Ziel zu erreichen, dann vielleicht im Studium mal 2 Monate mal ein Stück hingesetzt, aber die wenigsten von euch werden wirklich mal jahrelang ein gewisses Ziel verfolgt haben. Und auch wenn ihr gerade in der Situation startet, wo vieles gegen euch spricht, alleine dadurch, dass ihr dann euch einfach konstant steigert, werdet ihr an so vielen Leuten vorbeiziehen können. Und sobald ihr dann einmal auf dem Level seid, angekommen seid von den Leuten, die irgendwie in einer höheren Situation als ihr gestartet habt, habt ihr einen so deutlich höheren Speed als diese anderen Personen entwickelt, dass ihr super schnell an diesen anderen Leuten vorbeiziehen könnt. Von dem her, glaubt an euch und glaubt auch so ein bisschen langfristig an euch und macht auch Sachen, die einfach sich langfristig lohnen werden. Und damit würde ich sagen, starten wir in das Q&A hinein. Wir haben einige Fragen vorbereitet und damit würde ich erstmal starten mit der allerersten Frage, und der Moritz meldet sich schon direkt. Moritz? Ja, ich glaube, vielleicht schieben wir noch eine Sache ganz kurz vor, und ich würde auch dann mein Bildschirm auch mal ganz kurz teilen. Sag mal Bescheid, ob das funktioniert. Also wir sehen es, ist die Frage, ob es der Chat sieht. Ja, also ich sehe es auch und im Stream ist er, glaube ich, auch, ja. Ja, jetzt ist er auch im Stream.
Okay, cool. Ich kann das leider, es ist recht klein im Stream, ja. Aber ja. Vielleicht ist zoomst okay. du ein bisschen ran, Moritz. Zoom an den, ja. zoom ein bisschen ran, vielleicht immer, wenn du über irgendwas sprichst. Ein bisschen. Und teilen wir das Template im Anschluss. Genau, können wir auch machen. Ich habe, ein großes Glück von mir war, dass ich in Mitte meiner 20er bei IBM einen sehr guten Mentor kennengelernt habe. Und der hat mich damals hingesetzt und hat gesagt, was ist denn eigentlich dein Plan für die nächsten 10 Jahre? Und zu dem Zeitpunkt war irgendwie vielleicht mein Plan, in den nächsten 2 Jahren MBA zu machen. Und das war so ein purer akademischer Plan. Das war nichts weiter langfristig geplant oder sogar mittelfristig geplant, was Beruf anging, was Familie, Freunde anging, was mein physisches und mentales Bewusstsein und Gesundheit anging. Und ich habe dann über mehrere Jahre für mich diesen, anfangs war es ein 10-Jahres-Plan, ich habe dann in den letzten Jahren das auf 5 Jahre runtergeschraubt, habe ich mir ein bisschen leichter mitgetan, dieses System entwickelt hier, wo, und ich weiß nicht, ob man das sieht, aber auf der linken Seite im Grunde 9 verschiedene Bereiche, Traditional Success, also Career, Financial Wealth und Giving Back, Support System, Romantic Partner, meine Frau mittlerweile, Family und Friends und dann Wellbeing and Transcendence unten, Physical Fitness, Knowledge and Mental Health and then Spiritual Experience, was religiöses Thema sein kann oder nicht religiös. Und habe mich einfach mal hingesetzt und auf der X-Achse sind im Grunde 5 Jahre nach vorne und 1 zurückblickend. Und ganz rechts auf der Seite sind Gründe oder Wertsysteme, warum diese bestimmten Bereiche wichtig sind. Und sich einfach mal hinzusetzen, ich habe das über die Ferientage in der Regel gemacht, zwischen Weihnachten und Neujahr, und zu versuchen, das mit Inhalten auszufüllen. Wie sieht denn idealerweise wirklich die nächsten 5 Jahre aus? Nicht nur beruflich, akademisch, gesundheitlich, Workouts, bestimmte Erfahrungen, die ich machen möchte, alleine, mit Freunden, mit meiner Frau, wann sind Kinder ungefähr geplant? Und aber auch viele, viele verrückte Ideen einfach zu sammeln. Ich habe viele, viele spannende Sportgeschichten zum Beispiel gemacht. Man erkennt Zusammenhänge zwischen den verschiedenen Bereichen viel besser. Aber auch einfach mal durch diesen Prozess durchzugehen und sich hinzusetzen und das alles mal aufzuschreiben. Und ja, in Amerika würde man irgendwie sagen, zu manifestieren. Ich glaube, es hat einfach einen unglaublichen Wert. Und der Trick ist natürlich dann, nicht nur die Strategie zu meistern, sondern auch die Exekutive. Und ich glaube, das ist wirklich, das ist sowieso die Killer-Kombo, die richtigen Sachen machen zu wollen, das Bewusstsein dafür zu haben, dass manche Sachen nicht nur in 1 oder 2 Monaten passieren, sondern halt in 2, 3, 4, 5 Jahren zu passieren und dann einfach ein System für sich selber zu haben. In meinem Fall wird das ganze Ding hier übertragen in eine relativ einfache To-Do-Liste. Also ich verwende außer diesem Planungssheet hier nur Todoist. Und ich glaube, wenn ihr Leute seid, die Strategie und Exekution meistern und halt eben nicht nur in Projektplänen für euren Arbeitgeber, sondern für euer eigenes Leben mit bewusster Planung und euch daran haltet, diese Dinge auch zu verfolgen, ihr werdet euch wundern, wie viele wirklich davon umsetzen werdet. Ich glaube, in meinem Fall waren das sicherlich jetzt über die letzten 10 Jahre 80% der Sachen. Das ist eigentlich ein crazy Percentage. Das wollte ich noch einmal kurz vorneweg schieben. Das ist so, sag ich mal, wenn es irgendwie ein Geheimnis gibt, das ist, glaube ich, irgendwie mein Geheimnis. Und dann können wir jetzt in die Fragen reingehen. Dann knüpfen wir direkt mal mit der ersten Frage an. Wie kommt man, weil da warst du jetzt vor 1,5 Wochen, wie kommt man zum World Economic Forum, Moritz? Genau, also Davos vom Deutschen Wirtschaftsforum war ich tatsächlich eingeladen. Letzte Woche war eine unglaubliche Ehre. So einmal kurz auseinanderdröseln, was heißt es überhaupt, in Davos zu sein? Weil man sieht jetzt vielleicht auch viele Posts auf Social Media von Leuten, die man eventuell auch kennt. Also in dieser Woche sind ungefähr 60.000 Personen physisch in Davos. Es ist ein kleines Dorf in der Schweiz. Das Dorf ist quasi komplett lahmgelegt. Alle regulären Einwohner verschwinden für die Woche. Und stattdessen trifft sich da, zumindest im Volksmund, die Weltelite, um die größten Probleme und hoffentlich auch ein paar Lösungen
zu diskutieren, was Klimawandel angeht, was Kriege angeht, was AI angeht und Responsible Use of AI und viele andere Themen auch. Von diesen 60.000 Leuten sind in der Regel ca. 2.000 tatsächlich eingeladen für das Weltwirtschaftsforum. Es gibt dann ein Badge-System, das sind die Personen mit dem White Badge. Die anderen 58.000 nehmen quasi an diversen Rahmenprogrammen um das Kongresszentrum teil. Ist auch erstmal so eine Sache, die man jetzt vielleicht als Außenstehender nicht so unbedingt auf dem Schirm hat. Ich hatte tatsächlich die große Ehre und die Einladung, als einer von den 2000 mich im Kongresszentrum aufzuhalten letzte Woche und bin so ein bisschen über den Kids Club reingerutscht. Das Weltwirtschaftsforum hat ein Programm, was ich wärmstens empfehlen kann, Young Global Leaders. Die nehmen jedes Jahr 100 Leute auf, sehr breit gestreut aus Beruf, Akademie, Political Parties, sehr global auch, ich glaube mit nur ungefähr 20 oder 30 Leuten aus Amerika, 20 oder 30 aus Europa und halt entsprechend verteilt über die ganze Welt. Das ist mittlerweile jetzt eine Community aus ungefähr 1500 Personen über die Jahre. Von denen hatten sich 800 auch auf ein White Badge beworben dieses Jahr und es wurden dann nochmal 50 vergeben. Also ein Schritt ist, ins Young Global Leaders Programm reinzukommen. Der nächste Schritt ist dann auch noch, als bestehender Young Global Leader die Bewerbung so abzuschicken, dass man dann vielleicht eins von diesen 50 von den 800 bekommt. Also die Luft wird da schon extrem dünn. Hätte jetzt auch nicht erwartet, dass es klappt. Habe im November Bescheid bekommen. Im Januar findet das Ganze statt. Wir hatten ziemliche Schwierigkeiten, überhaupt noch eine Bleibe zu bekommen. Hatten dann einen Shared Room irgendwie für $2000 die Nacht für die Woche, meine Frau und ich. Und war eine unglaubliche Erfahrung. Also letztendlich diese 2000 Delegierten oder Teilnehmer setzen sich im Grunde zusammen aus, ich glaube, dieses Jahr 70 Staatsoberhäupten. Aus Deutschland waren diverse Minister auch vertreten. Und dann ist es, im Grunde sind es Presidents oder CEOs der Fortune 500 Unternehmen. Also aus deutscher Repräsentation waren es jetzt auch wirklich nur CEO oder Vorstandsvorsitzende von Siemens, Volkswagen etc. Abgesehen von den vielen Lectures, die stattfinden, von denen auch viele heutzutage live gestreamt werden. Also man kann auch als Außenstehender sehr viel vom Programm mitnehmen, einfach online. Hat man dann natürlich dann intern oder im Kongresszentrum die Möglichkeit, in drei verschiedenen Lounges einfach entweder spontan oder nach vorheriger Absprache One-on-Ones zu halten mit diesen entsprechenden Personen. Und ehrlich gesagt, gibt's kaum einen Grund in der Woche, das Kongresszentrum zu verlassen, sondern einfach nur in dem Café oder in der Lounge abzuhängen und zu schauen, wer da durchläuft. Und meine Woche waren im Grunde, weiß nicht, 50 One-on-Ones mit Leuten, an die es unglaublich schwierig gewesen wäre, andererseits ranzukommen. Was fandest du, was waren so die ein, zwei inspirierendsten Meetings? Ich hatte ein One-on-One mit Sam Altman, dem CEO von OpenAI, zum Thema Gaming auch tatsächlich. Für OpenAI auch ein Thema, tatsächlich die einzige Akquisition, die OpenAI bislang gemacht hat, war eine Gaming-Company. Das war sicherlich, würde ich sagen, das Meeting, was ich auf die 1 packen würde. Aber auch überhaupt für mich, ich bin seit 2010 in den USA, meine Karriere, mein Studium hat viel hier stattgefunden. Den Anschluss mit Deutschland wieder zu knüpfen in nachhaltiger Weise ist schon eine Priorität für mich und habe viele, viele spannende Ministerparteivorstände auch getroffen in der Woche und ist für mich auch schön, würde ich dann auf die 2 packen. Sehr, sehr spannend. Ja, ich glaube, allein darüber könnte man 3 Stunden sprechen, aber wir wollen mal ein paar Fragen durchgehen. Nehmen wir mal eine LinkedIn-Frage. Die würde ich eher dem Cihan zuführen, unserem Konzernkarriere-Experten. Ist es sinnvoll, nach einem Masterabschluss eine Promotion anzustreben
Oder soll man sich lieber für eine Trainee-Stelle bei seinem Zielkonzern bewerben? Ne? Also wenn man jetzt wirklich sagt, man möchte in Deutschland der typischen, sage ich mal, Automotive und so weiter und so fort Konzerne Karriere machen, wenn man da die Vorstände anschaut, ich würde mal sagen, zwischen 20-30% der Vorstandsmitglieder haben eine Promotion aktuell noch. Würdest du sagen, Gian, das ist sinnvoll, eine Promotion? Würdest du sagen, ein Master ist sinnvoll? Oder würdest du sagen, der absolute High-Performer-Weg, Einstieg nach dem Bachelor, 4-5 Jahre arbeiten, dann MBA, das reicht komplett aus? Also ich glaube, viele Wege führen nach Rom. Ja, wie so oft gibt es da keine finale und absolut richtige Antwort. Es kommt immer darauf an und dann muss man sich die Gründe anschauen, auf die es dann ankommen könnte. Ja, also wenn du jetzt schon fertig bist mit dem Master, dann hast du im Prinzip die Möglichkeit, entweder Direkteinstieg oder aber Einstieg über den Trainee oder aber an die Uni zurück Promotion. Oder aber mit einem Promotionsprogramm Einstieg im Konzern. Gibt es ja auch. Ne? Also verschiedene Konzerne, auch bei denen ich unterwegs war und bin, bieten verschiedene Promotionsprogramme an, wo du dann direkt im Prinzip wie so eine Art, ne, Bachelorand, Masterand, dann als Doktorand im Prinzip einsteigst und dann berufsbegleitend, beziehungsweise dann eher Fokus natürlich auf die Promotion und dann mit ein bisschen Praxistätigkeit da nebenbei oder on top dazu, dann die Promotion machst. Ich glaube, gerade mit der Promotion, ich bin jetzt selber nicht promoviert, ich habe mir intensiv Gedanken dazu gemacht auch, mache ich das nicht, und die vielen Gespräche, die ich dazu geführt habe, da kam dann am Ende auch raus, ey, als allererstes musst du dir mal sicher sein, dass du das Thema richtig, richtig, richtig geil findest, ja, weil am Ende sollte dich das mal mindestens 5 Jahre tragen in der Zeit der Entwicklung der Promotion, weil, ne, also du machst jetzt keine Promotion in 2-3 Jahren, das ist dann eher so 3-5 Jahre, diesen Jahreshorizont musst du drauf haben, also das heißt, das muss ein Thema sein, wo du sagst, da wird mir nicht irgendwie nach einem Jahr langweilig, sondern ich halte das Thema 5 Jahre durch. Ne, Moritz und Gaming, ich glaube, das hält auch länger als 5 zum Beispiel. So, das ist so Nummer 1. Und Nummer 2 ist, am Ende der Promotion, wenn du dann du hast ja irgendwie, was ist Promotion? Ne? Du tauchst ja wissenschaftlich tief, tief, tief in ein Thema ein, findest etwas heraus oder hast da irgendwie eine neue akademische, einen Beitrag in die akademische Welt mitgeliefert. Dann im nächsten Schritt muss dieser Beitrag oder dieses Ergebnis, was du geleistet hast, muss sich ja dann über diese 5 Jahre Entwicklungszeitraum hinaus ja auch nochmal tragen. Ja, das heißt, das muss dann auch noch darüber hinaus eine gewisse Relevanz haben, dass du sagst, okay, ich habe jetzt 5 Jahre den Quatsch gemacht und jetzt will ich davon ja auch zehren und davon irgendwie dann auch irgendeine Relevanz für mich erzeugen und eine Trajektorie. Ja, und insofern ist das, glaube ich, so ein Thema, was du mal mindestens auf 5-10 Jahre inhaltlicher Gewichtung dir anschauen musst und danach dann entsprechend, glaube ich, dich entscheiden solltest. Ja? Und wenn du jetzt sagst, okay, in meinem Baustein fehlt mir unbedingt noch eine Promotion, dann zieh durch, vielleicht kriegst du es auch in 3 Jahren irgendwie hardcore hin, aber dann ist es keine Promotion im echten Sinne. Ja, aber wenn du sagst, ich will eigentlich im Konzern Karriere machen und dann will ich jetzt einsteigen und durchziehen und die Promotion ist für mich eigentlich nur so ein Talisman, den ich mir dann mit da dran knüpfen möchte, dann würde ich sagen, steig entweder im Consulting ein, dann machst du da ein paar Projekte und gehst dann rüber auf Kundenseite und bist dann im Konzern, oder aber über ein Trainee-Programm, da machst du auf jeden Fall auch nichts falsch. Ja, ganz, ganz kurz noch ergänzend, nur um jetzt auch wirklich mal hier ein paar klare Meinungen zu platzieren in dem Podcast und uns nicht irgendwie aus Sachen rauszureden. Ich glaube, bei fast allen Dingen würde ich immer den direkten Einstieg der zusätzlichen akademischen Zeit vorziehen. Also in den meisten Bereichen, in denen ich mich bewege, zwischen Bachelor und Master gibt es sowieso keinen großen Unterschied. Dann ist eigentlich eher die Frage, ob noch jemand ein PhD oder ein MBA draufgesetzt hat oder nicht. Aber ich glaube, wenn ihr beruflich was findet, was euch Spaß macht und was euch länger interessiert, da einfach den Vorsprung in der Zeit einfach schon zu sammeln und irgendwie 1 oder 2 Jahre mehr Berufserfahrung zu haben, ist, glaube ich, eigentlich immer mehr wert, auch jetzt schon. Und ich glaube, auch zunehmend werden akademische Titel weniger wichtig sein, weil wir uns in eine Zeit bewegen, glaube ich, wo es sehr viel mehr
skill-based und Retraining und Reskilling-based und Qualification-based Employment geben wird, als jetzt irgendwie das von bestimmten Titeln oder Abschlüssen abhängig zu machen. Ich könnte mir auch vorstellen, dass meine Kinder überhaupt keine standardisierten, strukturierten Abschlüsse überhaupt mehr erleben. Trotzdem ist Promotion auch geil. Also ich glaube, ich glaube, man sollte das machen, wo man denkt, dass man A, am meisten Freude daran hat und B, ja, so nah an die Weltspitze wie möglich rankommt. Ob man jetzt denkt, dass es für die eigene Person eher das akademische Umfeld oder vielleicht das berufliche Umfeld. Wenn du Weltspitze bist in dem, was du machst, dann hast du eh keine Probleme. Und idealerweise hast du noch Spaß dabei. Da stimme ich dir zu. Ja. Wenn wir jetzt sagen, für jemanden ist es das Ziel, zu den, sag ich mal, prestigeträchtigen Unternehmen zu kommen, wie du jetzt zwei auf deinem Lebenslauf hast, Moritz, die jeder kennt. Ich meine, Lightspeed ist nochmal eigentlich eine Stufe drüber, aber ist nicht ganz so bekannt, wenn wir jetzt bei McKinsey und Goldman Sachs sind. Weil auch eine Frage im Chat war, ich bin 25 und bin bisher gar nicht so auf dem Track. Kann ich sowas überhaupt noch irgendwie nachholen? Ne? Also jetzt mal angenommen, man ist wirklich hier Situation, man ist 25 Jahre alt, hat irgendwie noch kein Abitur gemacht. Ne? Man ist absolut nicht auf diesem Track unterwegs irgendwie. Man hat vielleicht nach der Realschule abgeschlossen, hat sich dann mit Ausbildung, Nebenjobs und so weiter und so fort vielleicht mal eine Selbstständigkeit ausprobiert, hat sich da so ein bisschen durchgemacht und ist jetzt 25 und überlegt, okay, ist dieser Weg, wie in den Moritz geht, wie in den Gian geht, wie irgendwie hier nach ganz oben beschrieben wird etc., ist so ein Weg noch möglich? Von deiner Meinung, Moritz, so eine realistische Einschätzung als jemand, der sehr viel Netzwerk in dem Bereich gesammelt hat, weil ich meine, du hast ein 1-0-Abitur gemacht, du hast dual studiert bei IBM und so weiter, bei dir ging es zwar auch erst so richtig los mit 26, 27, aber bis dahin warst du ja schon nochmal, du hast jetzt nicht erst mit 27 dein Abitur sozusagen gemacht. Ne? Wie wäre da deine Einschätzung? Ab wann ist sozusagen wirklich der Zug abgefahren? Weil das ist auch eine Frage, die ich recht häufig in meinen Q&As auf Instagram etc. bekomme. Also ich glaube jetzt, also um auf dem Boden der Tatsachen zu bleiben, ich glaube jetzt irgendwie als Analyst oder Associate bei McKinsey oder Goldman einzusteigen mit dem Profil, selbst wenn ab jetzt alles gut läuft, ist, denke ich, schon eher schwierig. Ein anständiges Studium, ein Bachelor oder ein Master draufzusetzen, egal wo man sich gerade befindet, und da gut abzuschließen und dann von dort aus, sage ich mal, sich Berufsmöglichkeiten reinzuholen, die wahrscheinlich gehaltstechnisch weit über dem liegen, was man aktuell erreichen kann, das ist immer möglich. Kommt halt drauf an, was man jetzt ganz nach oben nennt. Ich würde jetzt McKinsey und Goldman auch nicht unbedingt als ganz oben bezeichnen. Das sind halt im Grunde Plattformen. Also da kann man irgendwie als in der Selbstständigkeit kannst du ja irgendwie Bereiche, kannst du ja Gehaltsbereiche erreichen. Da können auch viele Vollzeitbanker und Consultants nur von träumen. Kommt auch immer drauf an, was man maximiert. Aber ich glaube, ja, die traditionellen irgendwie Exzellenzplattformen werden, glaube ich, eher schwierig in dem Fall. Aber ein super Studium draufzusetzen und wahrscheinlich irgendwie die eigenen Gehaltsperspektiven zu verzweifachen, verdreifachen, das ist eigentlich jederzeit möglich. Was sind so von euch beiden die härtesten Quereinsteiger, die ihr jemals kennengelernt habt, so in eurem beruflichen Kontext? Also irgendjemand, der vielleicht Profi-Basketballer war und dann irgendwie mit Mitte 30 eine Konzernkarriere angefangen hat? I don't know. Ich habe bei mir aus Dortmund-Mengede habe ich einen, der war Kranführer. So, und wir waren auf dem Bau zusammen und der war Kranführer, kein Scherz. Irgendwann hat er gesagt, ey, ich habe gehört, dieses SAP-Ding soll sein und ich werde jetzt mal SAP-Berater. Und jetzt hat er eine Firma mit 200 Leuten und schickt SAP-Berater auf Projekte, lebt in Dubai, in Saus und Braus leben und Beste, wo gibt. Der hat, glaube ich, angefangen mit Mitte 30. Kein Scherz. Also, ich kenne ihn persönlich. Ja? Einmal, weil er gesagt hat, okay, er hat gehört, ja, über irgendwie drei Ecken, da ist Skills Shortage SAP-Berater. Und er sagt, das kriege ich ja wohl irgendwie auch hin.
hat on the job dann irgendwie, der hat jetzt nicht mehr studiert, der hat einfach sich selber autodidaktisch zum SAP-Berater entwickelt und dann hat er sich Projekte gezogen und irgendwann hat er so viele Projekte gehabt, dass er selber mit der Kappa nicht mehr hinterherkam und dann sagt er, okay, jetzt, dann vermittle ich jetzt Leute und so hat er es gemacht. Also insofern geht auch. Moritz? Ja, wir hatten bei uns im MBA-Studium in Stanford zum Beispiel auch einige dabei, die gar keinen Bachelor-Abschluss hatten und sich einfach komplett dreist als ehemalige Sportler, Veteran beworben haben. Bei Goldman mittlerweile ist es auch nicht mehr so, dass die irgendwie von zumindest in den USA ist es so, dass sie nicht irgendwie von 5 Schulen bestimmte Profile einstellen. Es gibt mittlerweile auch einen Filter, der ziemlich weit gespannt wird, sicherlich auf alle Unis. Also ist ja auch Open Application. Und ich glaube, bei solchen Outlier-Geschichten muss man einfach zeigen, faktisch im Vorfeld, dass man es richtig drauf hat. Das Beste, ich glaube für ein MBA zum Beispiel, das Beste, Beste dafür ist einfach, den GMAT komplett zu zerlegen. Also wenn du glaubst, das ist wirklich drauf, häng dich ein Jahr rein, mach den GMAT, hol dir 780, 790 Punkte, dann fragt auch keiner mehr, was irgendwie im Bachelor passiert ist. Weil ein GMAT mit 780 oder 790 Punkte zu machen, ich glaube, da kriegst du den grünen Haken, was Intellectual Caliber oder Intellectual Vitality angeht, das ist der Punkt schon mal abgehakt. Da brauchst du auch keinen Bachelorabschluss. Also ich habe damals den GRE ja gemacht, Moritz, als wir mich auf das Becloy-Stipendium vorbereitet hatten. Also da habe ich 3 Anläufe gehabt, war dann in einem guten Perzentil, aber hatte dann trotzdem nicht gereicht, aber war hart. Also das muss man noch dazu sagen. Was ist eure Meinung zu Talent? Weil, also ich sag mal so, Wie kann, meinst du, Moritz, wirklich so gut wie jeder, der diszipliniert ist, kann ein GMAT von 730, 740 aufwärts hinbekommen, wenn man sich einfach nur hart genug hinsetzt? Oder muss man da auch einfach, müssen da einfach die Synapsen im Kopf richtig sein? Und wenn die nicht richtig sind, dann kann man so einen Karriereweg auch vergessen. Also wie würdest du das einschätzen? So allgemeine, also ob man jetzt auf einen Level Top 0,001% und einen der 50 White Badges beim World Economic Forum kommen möchte, so das vielleicht nochmal ein anderes Level. Aber so dieser Weg irgendwie zu diesen Elite-Kaderschmieden, Unis zu kommen, zu diesen Elite-Plattformen, zu den Top-Arbeitgebern zu kommen, würdest du sagen, so etwas ist für so gut wie jeden, der hier zuhört, möglich? Oder sagst du, da muss man auch so ehrlich sein, geht halt einfach auch nicht nur durch harte Arbeit? Erstmal ist, glaube ich, ein großer Unterschied zwischen 730 und 780 GMAT. Ja. Für 780, also 780 würde ich auf jeden Fall nicht mitgehen. Ja, ja. Grundveranlagung, die man unter Umständen haben kann. Und 730 lässt sich für eine weitaus größere Gruppe mit viel Vorbereitung erreichen. Gehe ich mal von aus. Da waren jetzt in deiner Frage auch ein paar Annahmen dabei, wie zum Beispiel, dass die 50 White Badges fürs World Economic Forum irgendwie eine große Korrelation haben mit GMAT Performance. Ich würde mal annehmen, dass von der Gruppe, die diese Badges bekommen hat, der Average GMAT sicherlich unter 700 liegen würde. Es sind die Frage ist, wo du deine Stärken siehst und ausbaust und zum Schluss auch ausnutzt. Und ich glaube, gerade für solche Themen wie das World Economic Forum, das ist eher eine Das ist im Grunde eine politische Organisation, wo es viel darauf ankommt, kann man das lesen, wer bestimmte Entscheidungen trifft, kann man proaktiv auf diese Personen zugehen, Hilfe anbieten. Also ich habe, bevor ich meinen White Badge bekommen habe, habe ich 3 Jahre mit dem World Economic Forum gearbeitet und im Grunde die 3 Jahre war mein einziger Gedankengang, was kann ich noch für die machen und wie kann ich das proaktiv präsentieren, bevor die mich vielleicht sogar danach fragen, und habe einfach extrem viel Goodwill aufgebaut über 2-3 Jahre. Das hat jetzt mit meiner GMAT-Performance relativ wenig zu tun gehabt.
Darf ich daran anknüpfen? Mhm. Nämlich genau diesem Goodwill. Ich erlebe viele Leute, die mir dann auch schreiben und sagen, hier, guck mal, ich habe jetzt hier das gemacht und das gemacht und das gemacht, warum passiert denn jetzt nicht das? Dann denkst du dir, okay, also welche mathematische Gleichung hast du dahinter jetzt vermutet? Ja, also, was weiß ich, ich habe dieses Projekt gemacht und dann habe ich das Projekt gemacht, warum kommt denn jetzt die Beförderung nicht? Ja, oder ich habe doch, also dieser mechanische Blick auf Dinge, dass man so eine Art Zug-um-Zug-Geschäft, ne? Ich mache das und dafür passiert mir das und so weiter. Ich glaube, das ist so eine gänzliche grundsätzliche Falschannahme, dass man irgendwie durch die Welt geht und dann glaubt, dass dann die Paybacks unmittelbar dann auch so fühlbar direkt kommen, dass man eigentlich nur enttäuscht werden kann. Ja, ne? Moritz erzählt jetzt hier, 2 Jahre ins World Economic Forum eingezahlt, mitnichten bin ich mir komplett unentgeltlich, irgendwie. Ja. Genau, so, komplett unentgeltlich und auch nie die Idee, ach, jetzt laden sie mich ein oder jetzt passiert vielleicht, das. Vielleicht mit so einer leichten Idee im Hinterkopf, aber ich meine, die Erwartung zu haben, ist schon eher frech. But you don't know. So, genau, und die Erwartung zu haben und zu formulieren und damit dann durchs Leben zu gehen, ist doch anstrengend. Klar, natürlich, ne, super und so weiter, und du weißt auch genau, wenn du es in die Richtung mal einschlägst, dann geht es auch irgendwann dahin. Aber mal grundsätzlich diese Gelassenheit zu haben und zu sagen, okay, weißt du was, ich schenke es jetzt mal dem Universum, ja, ich mache dies und ich mache das, ich mache hier ein Goodwill und da ein Pay-In und so weiter, das wird schon irgendwie passieren und zurückkommen. Ich muss nur ein bisschen entspannt sein. Ich glaube, das ist nur nochmal an der Stelle eine Duftnote, die ich gerne setzen würde. Wenn ich versuche, irgendwie an Leute ranzukommen, mit denen ich noch keine Beziehung aufgebaut habe, einfach weil das irgendwie, ja, vielleicht sind das CEOs in der Gaming-Industrie, wir haben da, ich meine, ich habe jetzt die letzten 8 Jahre an der Schnittstelle von Gaming und Finance verbracht, bei Goldman und 2 Risikokapital-Funds. Da kennt man mittlerweile, würde ich mal sagen, 3/4 der Denker und Lenker der Industrie. Aber wenn ich eine Person identifiziert habe, wo ich glaube, dass es wertvoll wäre, eine engere Beziehung aufzubauen, was immer das jetzt auch erstmal heißen würde, es hat sicherlich in den ersten 1-2 Jahren überhaupt gar keine Transaktionskomponente, sondern es ist einfach gut, würde ich mal sagen, sich zu platzieren mit allen Personen, die in meinem Wirkungsbereich große Entscheidungen treffen. Und meine Strategie ist halt wirklich, die irgendwie mit Liebe zu überschütten. Und ich hab so ein paar Personen, wo ich es einfach unglaublich schwierig finde und wo ich denke, ich habe jetzt schon wirklich 3, 4, 5 Mal so gute Sachen platziert, ob das jetzt irgendwie ja, Co-Investment-Angebote sind oder Advisory-Angebote, bezahlte für Unternehmen, in die ich investiere, Einladungen für CEO-Dinners, wo wir irgendwie 100 oder 150 Gaming-CEOs hosten und dann bestimmte Personen noch mit dazu einladen oder öfter auch in kleineren Kreisen, irgendwie in 6er- oder 8er-Gruppen Dinners organisieren. Mein erster Gedanke ist immer, was kann ich für diese Person tun, dass die sich in Anführungsstrichen in mich verliebt und gar nicht drum rumkommt, mit mir eine gute Beziehung aufzubauen und proaktiv vielleicht mich dann auch zu suchen bei Themen, die sich dann vielleicht in 2, 3, 4, 5 Jahren positiv auch auf meinen konkreten Wirkungsbereich auswirken. Aber ich glaube, da gehen viele irgendwie nicht mit der Fragestellung ran, was kann ich jetzt erstmal für diese andere Person machen, als kann ich dich bitte um einen Gefallen bitten. Also ich glaube, Reciprocity ist schon key. Und es ist alles konkret, immer ein Geben und Nehmen, und ich glaube, erstmal ist es ein Geben, bevor es ein Nehmen ist. Vielleicht konkret jetzt für die Zuschauerinnen und Zuschauer, die irgendwie im Studium sind oder ganz am Anfang der Karriere. Ich meine, wenn man jetzt wie du ganz, ganz viele Leute schon kennt und wirklich auch wertvolle Kontakte herstellen kann, sich mit Expertise einbringen kann, dann ist es immer leicht gesagt, ne, dass du erstmal was geben musst. Vielleicht hast du konkrete Vorschläge, ja, für Leute, ja, zum die Beispiel halt im Studium sind oder ganz am Anfang ihrer Karriere sind, was man da geben könnte. Ein gutes Beispiel, was auch ein gutes Beispiel ist für Kaltakquise, was auch, denke ich, ein super wichtiges
Thema ist, ist, ich habe mir während des MBA-Studiums bei Stanford eben in den Kopf gesetzt, jetzt noch ein Praktikum im Weißen Haus absolvieren zu wollen. Ich habe mein reguläres MBA-Internship gesplittet zwischen Goldman und McKinsey. Und weil das irgendwie noch nicht crazy genug war, habe ich gedacht, ich mache jetzt im zweiten Jahr noch ein drittes Praktikum mit dem Weißen Haus, wo man technisch gesehen als deutscher Staatsbürger überhaupt nicht arbeiten darf. Ja, also wäre eigentlich schon mal ein hard no oder hard impossible. Bin dann, wir hatten, in Stanford haben im Grunde alle ihre Resumes offengelegt im Academic Office, habe mir also irgendwie die ganze Resume-Datenbank runtergeladen von meinem Jahrgang und dem Jahrgang über mir und habe einfach eine Text-Search gemacht zu White House und es waren irgendwie 8 oder 9 Leute dabei, die ich persönlich noch nicht kannte, die eine Beziehung hatten. Habe da diverse Coffee-Chats aufgesetzt, einfach mit den Leuten über ihre Erfahrungen gesprochen, versucht rauszufinden, ob es irgendwie funktioniert und es war eigentlich immer... war eigentlich eher immer absolut nicht möglich oder eher unwahrscheinlich. Also all der ganze Prozess hat zum Schluss nicht zum Ziel geführt. Ich habe dann einfach, glaube ich, zum Schluss komplett kalt 25, 30 Leute im Weißen Haus über LinkedIn angeschrieben und habe so ein semi-customized Proposal mitgeschickt. Im Grunde war der Aufbau: Ja, ich bin Moritz, bin gerade hier Studierende, habe Zeit frei. Das sind meine Skills. Ich kann mir vorstellen, dass das und das bei euch ein Thema ist in der Abteilung und würde gerne unentgeltlich euch helfen, entweder vor Ort oder remote bei diesen Projekten. Davon ist auch wieder eigentlich alles in einer Absage oder in einer Nicht-Antwort versunken. Und eine Person hat mir zurückgeschrieben und gesagt: Ja, mega gut, das kriegen wir auf jeden Fall hin. Lass mal einen Zoom-Call aufsetzen. Und dann war ich, paar Wochen später war ich beim USDS, beim US Digital Service. Mega geile Abteilung, irgendwie so eine Schnittstelle zwischen dem Weißen Haus und Silicon Valley. Super spannende Projekte. War 3-mal vor Ort in Washington, habe das ja noch parallel zum Studium gemacht und konnte dann das meiste remote machen. Ich habe auch... einen von unseren Stanford-Profs, der ehemaliger White House Advisor war, überzeugt, dass er mir jetzt irgendwie als Advisor hilft. Und wir sind noch als Studierendenprojekt aufgesetzt und habe dafür dann auch noch irgendwie 2 oder 3 Credits bekommen. War auch ein ziemlicher Zeitaufwand, ehrlich gesagt. Ja, also ich glaube, die meisten Leute würden das ja niemals irgendwie machen oder versuchen. Hast du auch mal, sag ich mal, solche Projekte auch mal, wo dann nichts bei rumkam? Also kannst du vielleicht auch mal Beispiele geben von, wo hast du mal echt viel Zeit rein investiert und ist gar nichts bei rumgekommen? Da fragst du was. Ist halt immer die Frage, wann man aufgibt. Oder hast du immer, ne, wie dieser Golddigger sozusagen, immer so lang Gold gedickt, bis Gold rauskam? Weil irgendwann, sag ich mal, weißt du, irgendwann sagt man sich dann ja vielleicht auch mal, okay, ne, jetzt ist genug, es wird nichts. Ich glaube, ich schätze Moritz so zielstrebig ein. Das kennt der Moritz nicht. Ja, muss ich jetzt kurz drüber nachdenken. Wenn ich ein Beispiel habe, komm, melde ich mich wieder. Okay. Das ist spannend. Weil ich sag mal, ne, ist halt wirklich so ein bisschen die Frage, ob man wirklich sagt, man macht alles ganz bis zum Ende, bis man das Ziel erreicht hat, oder ob man halt irgendwann sagt, ja, man kann ja, irgendwo kann man ja auch nicht jedes Ziel erreichen im Leben, ne? Also irgendwo muss man ja auch mal sagen, ja, hätte ich zum Beispiel, das wird es nicht so gut, wie ich es mir vorgestellt habe. Hätte ich Bock, mich irgendwie nochmal für die Ironman World Championships in Kona zu qualifizieren und das Ding noch einzutüten, 100 Pro. Aber das ist halt, da machst du halt dann für 3 Jahre jeden Tag fokussiert Sport. Würde ich sagen, kann ich mir aktuell mit dem, was ich noch so mache und meinem Lifestyle, nicht erlauben. Ja? Ich mache gern 3-mal die Woche Sport. Das sieht ein bisschen anders aus als Ironman World Championship Vorbereitung. Aber das ist auch okay. ja, also ich muss dir ganz ehrlich sagen, und das ist keine Ausrede, ich strauchle ein bisschen, damit dir ein Beispiel zu geben, wo mal konkret was zum Schluss nicht funktioniert hat. Okay. Ja, vielleicht fällt dir ja noch was ein. Ansonsten an Gian oder auch an dich, an Moritz, an beide die Frage, auch aus dem Chat. Weil ich glaube, das
die Jüngeren irgendwie, die jetzt irgendwie noch ganz, ganz am Anfang sind, ich glaube, da kann man sich das gar nicht vorstellen. Da denkt man, ja, easy, 80, 90 Stunden die Woche durcharbeiten, das kriege ich auf jeden Fall hin. Die alle, die es vielleicht schon mal ein bisschen gemacht haben, können ein bisschen besser verstehen, was das auch für eine Belastung ist. Jetzt habt ihr Familie, jetzt habt ihr noch 10 Sachen nebenbei zu tun. Habt ihr Tipps für Stressabbau, für Resilienz, für mentale Gesundheit? Vielleicht Cihan ne, mit Kindern und so weiter und so fort. Wie gehst du damit um? Was sind da Tipps von deiner Seite? Das würde ich auch gerne wissen. Also ich glaube, gerade mit Kindern und unsere Kinder sind noch relativ klein, 4 und 2 Jahre alt, da neigt man ganz früh dazu, sich einzureden, das ist bald rum und das ist nur eine Phase und dann ist wieder gut. Turns out, das ist halt nicht rum, also die Kinder sind da, ja, und kleine Kinder kleine Probleme, große Kinder große Probleme, ja, also oder Sorgen halt. Und insofern, glaube ich, ist der erste Schritt, Moritz, das anzuerkennen, ne? Da ist jetzt nicht irgendwie irgendwas bald rum, sondern that's the new normal. Ne? Also damit geht es dann los. Und dann aber gleichzeitig sich, und ich meine, die Kapitel in der Lebensplanung, die da kommen, die hast du ja da vor Augen, ne? Dann sind die Kinder irgendwann in der Kita und so weiter. Ich glaube, das kann man dann sehr gut managen. Der wirklich gute Punkt ist eigentlich ganz klares Zeitmanagement. Und das hört sich jetzt ziemlich dröge an, aber sich sehr wohl darüber bewusst zu sein, was du mit deinen 24 Stunden machst. Im Prinzip den Jahresplan von Moritz, den er gerade gezeigt hat, den er auf 5 Jahre hat, den mal runterbrechen auf einen Tag im Prinzip. Ja? Also was mache ich eigentlich mit diesen 24 Stunden? So, und das kannst du dann vielleicht nochmal auf die Woche sehen. Und so war meine Zeit im MBA tatsächlich, ne, dass ich gesagt habe, okay, die Woche bin ich also eine Woche hat 168 Stunden, ja, davon bin ich irgendwie 50, 60 bin ich arbeiten, bleiben noch 110 und dann arbeite ich und dann schlafe ich nochmal irgendwie 7, 8 Stunden am Tag und so weiter und so weiter und dann kommst du am Ende raus irgendwie mit 2, 3 Stunden am Tag, die noch irgendwie übrig bleiben. Neben all den ganzen Sachen. Und dann musst du dir eigentlich darüber mal ganz, ganz bewusst sein, was mache ich mit dieser Zeit? Ja, also wo investiere ich jetzt diese Zeit rein? Irgendwie auf der Couch sitzen und am iPhone rumhängen? Oder timebox ich da richtig hart jetzt mit den Kindern spielen? Ja, oder jetzt mit den Kindern da und dahin und das machen und so weiter. Also das muss man sich so hart reincoden in den Tagesablauf, in den Rhythmus hinein, so dass es dann nicht irgendwie aus der Kurve fliegen kann und irgendwie wieder eine Woche rum ist und du kein vernünftiges Wort mit deiner Familie gewechselt hast, ja, sondern das ganz klar und hart irgendwie in deinem Schedule drin ist, sofern du Schedule getrieben bist natürlich, ne? Und das ist man ja aus der Arbeit, du hast da deinen Arbeitskalender und bei mir sind die Sachen drin. Ich habe mit meiner Frau einen Shared-Kalender und in meinem Arbeitskalender habe ich dann die wichtigen Sachen dann natürlich auch nochmal drin. So und da steht dann alles drin. Von Gian bringt die Kinder in die Kita, das ist für mich ein Regelblocker. 7.30 Uhr bis 8.30 Uhr in meinem Kalender, da kommt auch nichts drauf. Und Kinder abholen und so weiter, ist alles da. Und so versuchst du dann deinen Alltag zu machen. Und ich glaube, damit hast du schon mal eine Grundresilienz drin, die dir schon sehr, sehr viel hilft. Bei dir, Moritz, irgendwelche Supplements, die du immer nimmst oder sonst irgendwas? Hier ist auch in den Supplement-Stack rein hier. Ja. High-Performance-Supplements? Du bist doch, wie weit entfernt bist du von, wie heißt der, Brian Johnson? Ach so. Das ist doch so Tech-USA-Szene, oder nicht? Es gibt many shared friends. Okay. Ja, jetzt kann ich jetzt vieles sagen, was danach in der Aufzeichnung verfänglich wird. Okay. Ja, Supplements sind gut. Die richtigen zumindest. Okay. Leisten jetzt aber auch keine Weltwunder. Okay. Ich glaube, was Gian sagt, also ich war auch zum Beispiel jetzt für 4 Monate oder so komplett auf allen Supplements runter. Also ein Riesenunterschied war das jetzt auch nicht. Ich glaube, das als Ausrede zu verwenden, dass jetzt irgendwie was nicht funktioniert, es ist, glaube ich, eher Mindset, Strategie und Exekution ist, glaube ich, 95% und dann
Supplement ist nochmal 0,5%. Ja, ich glaube, also Timeboxing und Calendar Management ist für mich auch A und O. Und wenn es irgendwie Sachen gibt, privat, die wichtig sind, die kommen in den Kalender. Und die Kolleginnen und Kollegen, mit denen ich arbeite, die haben da auch volles Verständnis für und machen das genauso. Ich glaube, irgendwann bist du auch angekommen auf dem Level, sag ich mal, wo du dir ziemlich viel Flexibilität leisten kannst und dann einfach auch viel mehr agierst, statt reagierst. Im Grunde, das ist auch noch ein Thema, glaube ich, das ist sehr schwierig umzusetzen, sag ich mal, wahrscheinlich für viele der aktuellen Zuhörerinnen und Zuhörer, aber auch schon mal gutes Bewusstsein dafür zu schaffen. Die eigene Inbox ist zwar eine super To-Do-Liste, aber das ist eigentlich nur eine To-Do-Liste für andere Leute. Ja, das sind alles Sachen, die du irgendwie von jemandem reingedrückt bekommst. Ja, wenn du das alles abarbeitest am Ende des Tages. Ja, das mache ich auch. Das mache ich natürlich auch. Ja. ist das ein fairer Einwand? Wir können uns auch mal gegenseitig mal mehr E-Mails schreiben, Schier, nicht auch noch ein paar Ideen, was du machen könntest. Vielleicht ist das so recurring. Genau. Ja, also irgendwie, wenn ich jetzt meinen Tag damit verbringe, irgendwie meine E-Mails alle zu beantworten und abzuarbeiten, dann habe ich, würde ich sagen, an dem Tag auch alles und nichts geschafft und kaum Zeit damit verbracht, zu überlegen, wie ich jetzt proaktiv und konkret die Weltherrschaft an mich reißen möchte. Ja? Und stattdessen 15 anderen Personen dabei geholfen. Das ist natürlich jetzt auch sehr reduktiv, aber ja, also wenn du erstmal 5 bis 10 Jahre durchgepowert hast, Expertise aufgebaut hast in dem Bereich, also so schnell wird Shian jetzt nicht rausgeschmissen bei MHP. Okay, vielleicht eine anschließende Frage dazu und dann gehen wir mal wieder recht viele Fragen aus dem Chat ein bisschen schneller vielleicht durch, zu dem Thema Familie nochmals. Weil das habe ich auch schon recht häufig so eine Überlegung gehört. So den Leuten, denen ihr begegnet auf eurem Level oder noch auf höheren Levels, haben die wirklich zu einem großen Teil funktionierende Familie, funktionierendes Privatleben? Also sagt ihr, das ist auch wirklich essentiell für so eine erfolgreiche Karriere? Oder sagt ihr, wenn man wirklich die Weltherrschaft an sich reißen möchte, dann arbeitet man am besten 100 Stunden die Woche und macht sonst nichts? Die meisten Leute, die ich kenne, bei denen ist das definitiv der Fall. Also ich überlege jetzt bei Goldman, Lightspeed, ich würde sagen, die haben alle in meinem Alter und aufwärts mit sehr, sehr wenigen Ausnahmen alle Familie und Kinder. Und ich glaube, wenn du so auf dein Lieblingsbeispiel, auf die Delegierten vom Weltwirtschaftsforum schaust, da wird auch der überwiegende Teil Familie und Kinder haben, gehe ich mal davon aus. Das ist die Frage, wie viel die Familie und wie viel die Kinder. Ja, das stimmt. Aber irgendwo ist also ich glaube, wenn man es drauf hat, dann hat man es drauf. Dann hilft, ich glaube, wenn man ganz ehrlich sein sollte, hilft Familie einem dabei, Karriere zu machen? Ich würde sagen, wahrscheinlich net negative. Du kriegst, natürlich ist es schön, den Rückhalt und Gesprächspartner und vielleicht irgendwie das Gefühl zu haben, dass du für mehr als dich selbst arbeitest. Aber letztendlich, natürlich, kostet das alles auch Zeit und Aufwand und Energie. Ich weiß nicht, Shian, vielleicht hast du eine andere Meinung dazu. Aber hilft es jetzt dabei, Karriere zu machen? Würde ich mir auch schwer tun, ja zu sagen. Aber es ist einfach, ich glaube, wenn man Familie und Kinder möchte, also ich könnte mir zum Beispiel kein Leben ohne Familie und Kinder vorstellen. Es ist einfach, ja, da hat man halt, ich glaube, die Chance, dass man das bereut, ist relativ hoch. Ich möchte jetzt natürlich nicht für irgendwie alle Leute und ihre persönlichen Präferenzen sprechen, aber ich würde mal sagen, die Korrelation ist eher, dass die Leute, die viel erreichen, sich gezielt und konkret Gedanken darüber machen, wie sie ihr eigenes Leben ausgestalten möchten und eben nicht nur beruflich und akademisch, sondern ganzheitlich. Und da gehört für viele Leute dann auch die Familie mit dazu. Ja,
würde ich auch sagen, ist eher eine theoretische Diskussion an der Stelle. Also der Mensch ist ein soziales Tier und du hast halt auch irgendwo deine menschlichen Bedürfnisse und das sind jetzt, ne, David, um in deinem Sprech, das ist jetzt vielleicht nicht, das sind jetzt vielleicht keine High-Performer-Bedürfnisse an der Stelle, ja, aber am Ende, weißt du, geht es ja nicht darum, irgendwie 80 Stunden im Investmentbanking runterzuschrubben und um dann eine leere Seele zu sein. Du willst ja auch irgendwie eine Gartenparty mit deinen Freunden feiern und deine Kinder sind da und was weiß ich und sowas. Also insofern, das gehört absolut da dazu. Wenn du es wirklich super hart nimmst, dann ist es vielleicht net negative, Moritz. Da bin ich schon eher auch in deine Richtung, aber darum geht es nicht. Und deswegen ist es dann doch nicht net negative vielleicht. Ne? Also insofern, ja, also das würde ich sagen, ist eine persönliche, private, lass jedem, also ich kann nur jeden dazu ermutigen, also jetzt hier auf, weil ich will Karriere machen, deswegen verzichte ich auf Familie, um Gottes Willen, hört auf mit so einem Quatsch. Also ja. Bloß nicht in die Nähe kommen von solchen Dingen. Definitiv. Ich glaube, es ist auch einfach, es ist so unwichtig, ob man jetzt irgendwie, ich glaube, 5 oder 10 oder 15 Stunden mehr Zeit hat pro Woche oder weniger, statt einfach wirklich die Zeit, die man hat, auf die richtigen Dinge zu verwenden, macht einen viel größeren Unterschied. Ja. Sehr gut. Zu der 80-Stunden-Woche, also ich glaube, ich habe in meinem Leben vielleicht 50, 80-Stunden-Wochen plus, das war in den Goldman-Jahren, also ich arbeite jetzt sicherlich keine 80-Stunden-Wochen. Bin ich bekloppt. 100, oder? Als Partner. Genau. Okay, eine Frage. Also ich kenne die Antwort eigentlich schon, weil die wurde in den beiden Podcasts mit euch auch behandelt. Ne? Also an die ganzen Zuschauerinnen und Zuschauer, die noch mehr, ganz, sag ich mal, etwas chronologischere Infos von Moritz und Shian haben wollt, gerne im Karriere-Insider-Podcast vorbeischauen. Jemand hatte gefragt auf LinkedIn, ob ihr eure MBAs, ne, Gian bei dir an der WHU, bei dir Moritz in Stanford, auch gemacht hättet, wenn ihr dafür einen Kredit hättet aufnehmen müssen. Beziehungsweise ob ihr Tipps habt an Leute, die jetzt halt kein Geld haben, aber halt, sag ich mal, überzeugt sind, dass ihnen so ein MBA helfen würde. Ich meine, ich kenne die Antwort, aber vielleicht könnt ihr da einmal die Frage beantworten. Ja, ich habe, also meine Geschichte dazu ist relativ spannend, denke ich. Ich habe lange auch überlegt, wie mache ich das finanziell, wie stemme ich das. Ich habe parallel zum Bewerbungsprozess mit vielen Leuten gesprochen, die ein MBA gemacht haben, weil manche davon auch Übernahmeangebote hatten von ihren aktuellen Arbeitgebern. IBM hatte das damals nicht standardmäßig angeboten. Und ich bin in diesen riesen Prozess reingegangen in meine Abteilung. Und habe denen das irgendwie alles offengelegt für eine 2-jährige Verpflichtung, dass da die Studiengebühren bezahlt werden. IBM hat es sogar angeboten, noch mehr zu bezahlen. Nicht nur die Studiengebühren, sondern wirklich den kompletten MBA. Also ich glaube knapp $180.000. Ich hatte zu der Zeit, ich hab jetzt bei IBM nicht, ich habe für meine Klasse im MBA unterdurchschnittlich verdient und New York war jetzt auch nicht gerade billig und ich hätte, glaube ich, als der MBA losging, weniger als $10.000 auf dem Konto. Meine Eltern konnten mir nicht großartig was dazugeben und ich habe mich dann noch fürs ERP-Sonderprogramm von der Studienstiftung beworben. Ist auch was ich den Zuhörern hier mit an den Weg geben möchte. Also die Studienstiftung hat diese sehr großzügigen Sonderprogramme ERP, McCloy, Haniel. Die helfen richtig und die helfen auch bei Auslandsstudien, insbesondere in den USA. War dann in die letzte Runde gekommen. Ah, ist doch noch, haben wir doch noch mal ein Beispiel. Mit Twist allerdings. Bin in die letzte Runde gekommen von ERP und habe es nicht bekommen. Das heißt, die Option war auch vom Tisch. Und habe dann meine Einführungswoche in Stanford gehabt, wo sie mich durchgeführt haben durch mittlere Gehaltserwartungen, Post-MBA etc. und mit dem Financial Aid Office gesprochen und mich dann tatsächlich dafür entschieden, also ich bin reingegangen mit der festen Überzeugung, dass ich das mit IBM mache und mich 2 Jahre verpflichte und bin dann nach dieser Einführungswoche in Stanford rausgekommen, habe meine Eltern angerufen und gesagt, ja, ich glaube, es ist tatsächlich smarter, einen $200.000 Kredit aufzunehmen
und das IBM-Angebot nicht anzunehmen. Und ob sie irgendwie was hätten, was sie mir dazugeben können. Du warst da wie alt, Moritz? Das war mit 26, 27? 26. Ja. Mhm. Meine Eltern haben irgendwie gesagt, ja, wir können dir, weiß nicht, was das war, 10.000, 15.000 Euro dazugeben oder sowas. Ja, ich habe das dann gemacht. Ich habe dann, ich habe das alles unterzeichnet, habe einen großen Kredit aufgenommen und habe mich dann ein Jahr später, nachdem ich bei Stanford schon ein Jahr war, nochmal auf das ERP-Sonderprogramm beworben und das im zweiten Jahr bekommen. Also doch leider wieder was dann zum Schluss dann mit Ehrgeiz und Hartnäckigkeit doch wieder funktioniert hat. Muss auch erstmal so dreist sein und sich nochmal bewerben. Und das hat dann zusammen mit dem Einstiegsbonus bei Goldman schon die kompletten 200.000 Dollar Stanford MBA wegradiert. Also ist es für mich relativ einfach zu sagen, ob ich das auch machen würde, weil die Entscheidung habe ich getroffen zu dem Zeitpunkt, als es so aussah, als ob ich das müsste. Aber auch völlig unabhängig davon. Also ich glaube, IBM war ein super Arbeitgeber und ich glaube, Chien und ich haben beide das duale Studium genossen und auch wirklich viel rausgeholt und auch eine super Managerkultur erlebt und die Kolleginnen und Kollegen kennengelernt, die letztendlich für mich dann auch mich auf diesen MBA-Pfad überhaupt draufgebracht haben und in die USA auch gebracht haben. Also ich bin da unendlich dankbar für. Aber rückblickend sich zu verpflichten für diese zwei Jahre, statt dann das Momentum zu nutzen, Post-MBA und im freien Markt noch ganz andere Entwicklungen hinzulegen, ist ein fucking No-Brainer. Also ohne jetzt hier zu protzig rüberkommen zu wollen, aber 200.000 Dollar mehr oder weniger, bin ich jetzt keine 10 Jahre raus. Ich würde sagen, das ist für mich mittlerweile ein Betrag, das will ich als trivial einstufen. Ich würde gerne anknüpfen und zwar vielleicht mit einer eher europäischen und deutschen Sichtweise darauf. Ne? Also jetzt ist wahrscheinlich ich habe jetzt auch nochmal ein bisschen im Chat geguckt, da gab es nochmal ganz viele Fragen in der Richtung und wahrscheinlich ist bei den allermeisten gar nicht die Frage, ob die Harvard oder Stanford machen, sondern irgendwie ESMT Berlin oder WHU. Ja, vielleicht nochmal in den Richtungen. Und da reden wir dann nicht über 200.000, sondern über 50, 60, 70.000, je nachdem. Und jetzt hatte ich auch das Glück und das Privileg mit dem Stipendium. Hätte ich es auch ohne gemacht, hätte ich mir sehr, sehr gut überlegt tendiere dazu, auch Ja zu sagen. Ja, wahrscheinlich hätte ich dann, wie Moritz auch, irgendwelche anderen Wege noch versucht zu finden und zu suchen der Kofinanzierung. Ja, weil am Ende muss es dann gar nicht irgendwie der Sechser im Lotto mit diesem einen Stipendium sein. Da gibt es auch viele andere Wege und das ist dann vielleicht auch der Skill an der Stelle, diese Wege da zu finden und zu suchen. Ja. Und dann den Weg so zu gehen, anstelle einfach nur das Geld auf den Tisch zu legen oder sich halt dann Plane zu verschulden und dann das Ding abzufahren. Weil ich glaube, da gibt es so viel da draußen. Ja? Also wie viele Leute habe ich schon dann kennengelernt, die gesagt haben, von der CIO-Stiftung habe ich noch nie was gehört. Aber den WHU-MBA haben sie sich bis ins letzte Mark angeschaut. Ich denke, okay, aber die MBA-Experience, würde ich sagen, erschöpft sich nicht in der MBA-Experience, sondern in dem ganzen Konzert da drumherum auch. Ja? Und deswegen muss man sich das da mit anschauen. Und ist es dann trotzdem irgendwie sinnvoll, den MBA zu machen? Auch da ganz klares kommt drauf an. Ne? Also wenn du jetzt irgendwie deinen Bachelor gemacht hast, 2 Jahre Berufserfahrung und sagst, okay, und jetzt will ich unbedingt ein MBA machen, dann würde ich sagen, jetzt mal halblang. Ne? Dann geh erst noch mal ein bisschen was schaffen und dann kannst du dir eine MBA-Nummer überlegen. Wenn du Ingenieur bist und irgendwie seit Jahren irgendwie aus der Ingenieurskiste nicht rauskommst und eigentlich aber unbedingt mal ein bisschen strategischer, ein bisschen kaufmännischer, mehr an den BWL-nahen Themen irgendwie arbeiten wolltest, dann ist der MBA wahrscheinlich ein guter Escape an der Stelle. Auch da, nicht mechanisch, ne? MBA gemacht, zack, auf einmal Magic, sondern
so ein Stück weit der Weg dahin, die Brücke in die andere Welt kann es werden. Und dann ist der MBA ein sinnvoller. Und auch beim MBA, ich sag mal, WHU ist jetzt schon einer der besten in Deutschland, der muss es dann aber nicht sein. Ne? Da gibt es dann auch nochmal andere, die vielleicht je nachdem mit dem Modell, ne? WHU war jetzt irgendwie 2 Jahre jeweils am Wochenende, da gibt es welche, die machen das als Block, da gibt es dann irgendwie alle 2 Monate eine Woche Unterricht und so weiter. Dann unterscheiden sich die Kosten, die Auslandsmodule, pipapo. Die Peers im MBA sind dann nochmal andere eventuell, ja, ist weniger international oder doch. Und so gibt es dann viele, viele Varianten, wie du dir diese Brücke, die du am Ende ja haben willst, ne? Die Brücke raus aus dem, wo ich jetzt gerade bin, rein in eine neue, andere Welt. Da gibt es verschiedene Wege, wie man sie machen kann mit verschiedenen Konstellationen. Und dann muss man schauen, was man, worauf man eher Bock hat. Also ich glaube auch, ja, weiß nicht, ob ich da so hundertprozentig mitgehe, aber ich meine, MBA ist auch nicht gleich MBA. Ich glaube, wenn jetzt hier Leute mit dabei sind, die sich bewerben und eine Zusage bekommen für Stanford oder Harvard, da den MBA zu machen, also das, niemand sollte das ablehnen, und also von der ja, finanziellen Situation her. Das wäre absolut crazy. Das wäre wirklich schon, das grenzt schon am Wahnsinn. Okay, dann sind wir gerade jetzt so im finanziellen Bereich. Da würde ich da auch ein, zwei Folgefragen machen. Vielleicht, wenn wir so ein bisschen mal so die Kurve beleuchten. So ab was für einem Einkommen ging es für euch dann so los? Oder was für ein Karrierestadium, wo ihr gesagt habt, okay, jetzt bin ich eigentlich an dem Punkt, wo ich mir so finanziell keine Sorgen mehr machen muss. Was waren vielleicht ein, zwei Wünsche, die ihr euch mal so ermöglicht habt? Und was, falls ihr schon an dem Punkt angekommen seid, wo jetzt Geld nicht mehr so der Hauptfaktor ist, oder was heißt Hauptfaktor, aber wo das wirklich zu einer richtigen Nebensache wird, was treibt euch jetzt noch an? Moritz. Ja. Ich glaube, bei mir hat sich der Lifestyle die letzten so 6 Jahre oder so schon nicht mehr großartig geändert. Also wir geben unser Geld hauptsächlich aus für Erfahrungen, die wir zusammen sammeln, also Reisen viel. Ich habe einige Sportabenteuer gemacht, die dann doch auch den Geldbeutel eher ein bisschen strapazieren. Also ich glaube, es ist unglaublich schön, relativ jung und gesund viele Erfahrungen zu sammeln. Da zehrt man dann auch noch ein ganzes Leben von. Also wir haben jetzt mehr, als wir brauchen, auf jeden Fall. Und ich muss ja auch ehrlich sagen, ich brauche kein Boot. Und von daher, alles, was jetzt noch reinkommt, ist eigentlich schon extra. Also wir leben auch mit einem sehr, sehr ausführlichen Lifestyle weit unter dem, was wir machen könnten. Und haben aber auch, ehrlich gesagt, jetzt keine Ambitionen oder irgendwie guten Ideen, das Geld anderweitig zu verwenden. Wenn das Baby jetzt im April dazukommt, dann ändere ich vielleicht nochmal meine Sichtweise darauf. Aber so teuer wird das auch nicht, glaube ich. Ja, Geld ist für mich kein besonderer Motivator, muss ich ehrlich sagen. Also mein, warum ich morgens aufstehe, ist, dass ich in dem, was ich mache, weltweit Nummer 1 sein möchte. Das ist eigentlich, was mich antreibt. Und für uns auch jetzt als Investoren, also das ist alles basierend auf unserem Basisgehalt. Die große Komponente bei uns ist ja im Carry und basierend auf den Investitionen, die wir machen. Das heißt, wenn es da irgendwann dann den Windfall gibt, dann geht das Geld vielleicht nochmal in ein Haus oder ein größeres Haus. Also ich glaube, ein Boot wird es nicht. Ich glaube, mit Booten ist es smarter, Freunde mit Booten zu haben, statt eigene Boote. Es ist auch nur lästig, sich damit rumzuschlagen. Gehen wahrscheinlich dauernd kaputt und müssen gewartet werden. Da habe ich einfach null Bock drauf. Hundefutter kann man auch nur so viel Geld für ausgeben. Ja,
Ich glaube, sich zu umgeben mit Leuten, die Weltspitze sind in dem, was sie machen, selber die Ambition zu haben, weltführend zu sein, in welchem Bereich, in welcher Nische man auch immer sich aussucht. Ich finde das eine viel, viel spannendere Motivation. Und wenn man wirklich so gut ist und wenn man das clever macht, ist man eigentlich finanziell, denke ich, sowieso letztendlich so aufgestellt, dass es kein Thema ist. Familienurlaube, wir haben jetzt über Weihnachten Alisas und meine komplette Familie alle nach Hawaii eingeladen. Also wir geben unser Geld dann lieber auch für unsere Familie aus, und das sind alles Erfahrungen, die sie sich selber sonst auch nie leisten würden. Für die ist es auch nochmal eine komplett andere Welt, die weder sie und ich glaube, das ist auch das Schöne für mich und für Alisa, die wir selber auch so nie kennengelernt haben und nie brauchen. Also jeden Luxus, den wir uns gönnen, wir wissen das auch voll zu schätzen und wir nehmen das auch als Luxus wahr. Und wir nehmen das auch im vollen Umfang wahr und wir wissen, dass nichts davon selbstverständlich ist. Und ja, ich glaube, das gibt wenige Leute, die das mit dieser Grundannahme und auch im jungen Alter sich so ihr Leben ausgestalten. Wie ist eigentlich meine Tonqualität? Ich lese hier gerade, ist... Ja, laut Berkan, ja, laut ist sie nicht so gut. Berkan, wie ist... Aber ich höre dich gut. Berkan. Aber nur deine Kamera ist halt wirklich... deine Kamera ist wirklich... Ja, ich glaube, das ist einfach, weil Shia ein bisschen schüchtern ist, ist er vielleicht so leise. Das kann auch sein. Ich bin halt auch ein schüchterner Typ. Also das... Also vielleicht nochmal zur Sinn des Lebensfrage. Wir sind ja noch nicht am Ende, aber kommt gleich schon hier so eine Powerfrage. Ich glaube, also für mich ist zum Beispiel eine der fünf Säulen im Islam ist halt auch die Spende, die Almosen an Bedürftige. Ja? Und das ist für mich persönlich zum Beispiel was ganz Wichtiges, dass ich von dem... wohlhabend, wie ich dann auch im Vergleich, wo ich herkomme, dann sein darf, dass ich da auch im Prinzip mir völlig darüber im Klaren bin, wo ich herkomme und was meine Grundprinzipien und Werte sind. Ich bin damit groß geworden, dass meine Mutter 30 Jahre lang als Schichtarbeiterin zur Fabrik gefahren ist. So, und für mich war der allererste Antrieb, irgendwie die finanzielle Freiheit herzustellen zu können, dass meine Mutter das nicht mehr tun muss. Das war mein allererster und allergrößter und ganz, ganz lange, teilweise heute noch, ja, irgendwie der Antrieb, ich muss jetzt hier mal so schnell wie möglich in die Pötte kommen, damit Mutter nicht morgens um drei aufstehen muss und in die Fleischfabrik nach Oer-Erkenschwick fährt. Ja, so, und das sind dann auch so Momente, wo ich mir selber irgendwie... ich meine, wenn du es dir mental health technisch anschaust, extrem streng mit mir selber bin, wo ich sage, also normalerweise würde man sagen, okay, komm, jetzt hast du mal genug geschafft und jetzt mach mal zwei Tage Pause und so weiter oder ne, die 80 Stunden, das war jetzt echt hart und so weiter. Dann denke ich mir aber, ey, Moment mal, wenn meine Mutter, meine Eltern, meine Großeltern, ne, gerade bei mir auch nochmal die Gastarbeiter, ne, also Gastklammer und dann Arbeitergeschichte, die Komponente kommt ja nochmal mit dazu. Wenn ich mir dann denke, wer bin ich denn, dass ich jetzt hier anfange, irgendwie rumzumimosern und lamoyant, ach so, jetzt ist aber alles ein bisschen gerade viel und ja, ich mache jetzt mal nicht. Ne? Also mein Großvater, als er da in die Zeche musste und malochen musste, der hat sich das nicht aussuchen können. Meine Mutter genauso wenig, mein Vater genauso wenig. Insofern ist das für mich dann an der Stelle dann nochmal doppelt und dreifach Antrieb, auch zu sagen, guck mal, du hast hier allergrößte Möglichkeiten, du bist hier irgendwie in so einem tollen Umfeld, Bildungssystem, ne? Alles, was du erreichen willst, kannst du erreichen, wirklich. Das System ist da, so set, ne? Du musst nur hingehen und das tun. Du hast Internet, du kannst alles nachlesen, du hast auch keinen Wissensmangel mehr und so weiter, das, was sie in der Vergangenheit auch hatten. Ja, das alles hast du jetzt nicht mehr. Wer bin ich denn, dass ich jetzt hier rummimosere? So. Und das war für mich ganz langer Antrieb und das ist dann natürlich bis zu einem bestimmten Grad da und je höher die Sättigung, desto weniger ist das natürlich, muss man einfach so sagen. Ne? Also bei mir ist es jetzt nicht wie vorher, wo ich noch diesen Druck dann auch hatte, so ey, ne, Mutter arbeitet und Vater auch und so weiter. So, jetzt gucke ich mir die Sachen
ähnlich an wie Moritz. Ich bin noch lange nicht so in der Champions League Edition unterwegs. Also es ist eine andere Welt. Ich spreche jetzt hier nicht darüber, der Weltbester in dem werden, was ich tue, das nicht. Aber ich hab, ne, ich finde es geil. Ich habe großen Respekt davor. Bei mir ist es so ein Stück weit, wo investiere ich jetzt eigentlich meine Zeit rein? Was Größeres Ganzes baue ich hier eigentlich mit oder womit bin ich hier eigentlich beschäftigt? Ja, also ich stelle irgendwann fest, über die Zeit der Karriere, ich kann irgendwas besonders gut oder ich habe bestimmte Talente und das funktioniert und das findet auch eine gewisse Resonanz hier. Und wo bringe ich das mit ein? Welchem Umfeld, welcher Institution in Hochkomma schenke ich das? Ja, also mit wem gebe ich mich ab? Ja, also wo bin ich jetzt mit dabei und unterstütze die Idee des größeren Ganzen? Und das ist etwas, was man sich wirklich sehr spät, erst Ende 20, Anfang 30, zumindest war es bei mir, die Frage stellen und sagt, okay, wo mache ich das? Und das ist etwas sehr, sehr, auch da, das ist ein Vorzeichen des Privilegiertseins. Ne? Also wäre ich nicht in der Situation, würde ich mir, weiß Gott, nicht diese Frage stellen. Will auch selber für mich immer mich selber erden und irgendwie aufpassen, dass ich da nicht in dem Überflug irgendwie, ne, den Bodenkontakt nicht verliere, aber trotzdem klar werde, hey, ich kann ein paar Sachen gut, ich trage hier meinen Teil dazu bei und ich bin nicht dafür da, irgendwie morgens 8 rein, abends 17 Uhr raus und stempel und ciao, sondern ich will was Cooles mitmachen. Und dann stellt man sich diese Frage und ich glaube, wenn dann etwas da ist, wo du sagst, okay, ich habe richtig Bock, das ist super geil, ich lerne was, ich kann was beitragen, das sind Menschen, die sind cool und mit denen habe ich Spaß, denen vertraue ich, dann hast du eine richtig geile Erfüllung und dann ist, ich meine, das Geld, ich will nicht sagen, das Geld ist egal, ne? Das ist nie egal, das ist schon wichtig, aber dann ist es auf jeden Fall nicht mehr irgendwie in den ersten 1, 2, 3 Prios an der Stelle. Ich glaube, noch ganz kurz Nachtrag. Ich merke, wie sich bei mir das Wertesystem auch ein paar Mal verschoben hat. Am Anfang war es irgendwie, Karriere machen und Credentials zu sammeln. Das war irgendwie meine Zeit zwischen 25 und 30, 31. Dann nach Goldman mit dem Einstieg und wieder Vollfokussierung auf Gaming, was wirklich der Fokus, die eigene Leidenschaft voll zu verfolgen und ja, im Grunde der Antrieb, besser zu sein als alle anderen. Und beide diese Ziele sind eigentlich noch sehr selbstfokussiert und hedonistisch. Und ich merke eigentlich bei mir jetzt auch, und vielleicht liegt es auch daran, dass wir jetzt Nachwuchs bekommen, aber für mich zunehmend eher wieder der Gedanke, okay, verwende ich jetzt mein Potenzial und mein Talent darauf, selber Spaß zu haben und Gas zu geben und irgendwie, ja, Gaming ist aus meiner Sicht ein gesellschaftlich ein positiv zu tragendes Thema, das sehen andere Leute anders. Oder greife ich immer noch nicht hoch genug und sollte ich lieber diese Fähigkeiten darauf verwenden, jetzt wirklich eine bessere Welt zu hinterlassen, als ich sie vorfinde. Und würde nicht ausschließen, dass ich in 2, 3 Jahren nochmal eine komplette Kehrtwende mache und mich voll reinstürze in Themen, die einfach wichtiger sind für diese Welt. Und für die Generation, die ich hinterlassen möchte. Also diese Sachen sind auch nicht statisch oder fixiert. Und ich glaube, es ist völlig in Ordnung, auch in den 20ern zu sagen, ja, ist ja leicht für euch das alle zu sagen, aber erstmal habe ich jetzt nur die Karriere und den nächsten Schritt und den Abschluss und den Einstieg bei dieser Firma oder so auf dem Radar. War ja für uns auch nicht anders. War zu dem Zeitpunkt genau das Gleiche. Und das ist auch völlig okay. Wenn wir jetzt gerade so über das Thema, man sucht sich nach etwas, wo man wirklich Bock drauf hat, wo man wirklich was bewegen kann, wo man wirklich das Gefühl hat, auch die Leute um einen herum machen einem Spaß etc. sprechen. Und du jetzt auch sagst, ne, vielleicht mal in 2, 3 Jahren nochmal eine Kehrtwende. Wenn man sich jetzt eure Lebensläufe anschaut, dann war da ja schon durchaus so alle, sag ich mal, so 3 bis 5 Jahre hat man den Arbeitgeber gewechselt. Sagt ihr, das ist auch irgendwo wichtig, dass man das, oder was heißt wichtig, ne, aber dass man, waren das immer so ganz gezielte Entscheidungen, dass man sagt, okay, ich
ich merke, so langsam drifte ich jetzt irgendwo so ein bisschen ab. Ich mache eher so Alltagszeug. Ich kann nicht mehr selber wachsen. Ich kann nicht mehr so den Value bringen. Und dann sucht man sich nach was Neues. Oder hattet ihr das Gefühl, so, ne, ihr habt irgendwo gearbeitet, es ist alles recht gleich geblieben, aber dann gab es eine Opportunity, wo ihr gedacht habt, da kann ich noch mehr bewegen, dann seid ihr dahin gewechselt. Also ist es eher so, dass einfach immer declined und dann sucht man sich was Neues, oder ist es eher so, dass man einfach Step up, Step up, Step up konstant macht? In meinem Leben war, glaube ich, wirklich tatsächlich der MBA das Einzige, was ich geplant habe. Wo ich irgendwie 2-3 Jahre im Voraus wusste, das war jetzt das, was ich machen möchte. Duales Studium ging es schon los. Das habe ich irgendwie am Tag vor der Bewerbungsfrist auf einer deutschen Bahnreise nach Berlin von Hannover das erste Mal gesehen. Kannte duales Studium nicht, wusste nicht, dass IBM da als Arbeitgeber mit dabei ist, und bin angekommen in Berlin und habe meine Mutter angerufen. Ich hatte noch nicht mal meinen ersten Lebenslauf oder Anschreiben geschrieben. Ich habe mir eine Zeitschrift geholt, die einem erklärt, wie man das macht, und habe mich dann habe meine Mutter gebeten, irgendwie meine Notenbescheinigung einzuscannen. Das war ja 2004 oder so, oder 2005, das war ja noch eine andere Welt. Pre-iPhone, ja. Und habe mich dann im Dunkin' Donuts Internetcafé am Zoo verschanzt. Ich glaube, für knapp 10 Stunden und von Scratch alles erstellt und abgeschickt. Dann der Umzug in die USA war eine Opportunity, die sich aufgetan hat, weil ich einen Praxiseinsatz mit einer Abteilung gemacht habe, die eben international aufgestellt war, wo man aber auch den Mut dann haben muss. Und das ging mir einen Tag in München so, dass ich frustriert war mit den deutschen Promotion Cycles und dachte mir, das geht irgendwie nicht schnell genug in Deutschland, und in den USA geht das viel besser. Bin ich einfach in den Konferenzraum reingegangen, habe die Kollegen in den USA angerufen und gesagt, mir geht das gegen den Strich und ob ich nicht nach Amerika kommen kann. Gut, wurde dann besprochen, und ich glaube, ein Jahr später war ich drüben. Dann an einem Projekt zu bauen, was so eine Visibilität hatte, dass ich es tatsächlich vom CEO präsentieren durfte. Und sie meinte dann zu mir, was können wir dir denn noch Gutes tun? Und ich habe einfach kackdreist gesagt, ein Studium in Harvard. Weil mein Manager war damals bei Harvard. Und für mich war das irgendwie eine komplett andere Welt. Ich hatte irgendwie so einen riesen Chip on the shoulder, was akademisch anging. Beruflich ging es irgendwie sehr gut. Und sie meinte dann, ja, kein Problem, kriegen wir hin. War halt ein riesen Executive Client damals, IBM, und direkt mit zwei Professoren dann wurde dort platziert. Ich habe Credits, die ich quasi nie für ein Degree verwendet habe dort, war technisch gesehen meine erste Universitätserfahrung. Und dann wusste ich, okay, das will ich jetzt nochmal probieren, habe mich auf den MBA beworben, das war wirklich, sagen wir, fokussiert für 2 Jahre. Und das war auch, habe ich mir ein ganzes Jahr Zeit genommen für die Bewerbung, für die standardisierten Tests, Empfehlungsschreiben etc. etc. Goldman würde ich auch eher in die Kategorie Zufall einordnen. Brauche jetzt nicht im Detail reingehen, aber ich bin nach Stanford gekommen, ich kannte nicht mal den Unterschied zwischen Finance und Accounting. Ich habe mich beim Academic Office erkundigt, ob man tatsächlich beides machen muss, weil für mich war das irgendwie Synonyme oder ob das irgendwie ein Fehler seitens Stanford war. Ja, also null Bewusstsein dafür. Und da bin ich eigentlich nur reingerutscht, weil mich Tech interessiert hat. Und für mich war es irgendwie so das beste Mittel zum Zweck, wo der Zweck war, mit Leitern aus der Tech-Industrie zusammenzuarbeiten. Und das ist halt bei M&A und IPO-Transaktionen immer der Fall. Dein Kunde ist in der Regel der CEO und CFO oder die CEO und CFO. Und dann bei Goldman nach 2 Jahren irgendwie wieder in Gaming reinzurutschen, war ein Zufall. Von Goldman zu Bitkraft war ein Mega-Zufall. Und dann von Bitkraft zu Lightspeed war über einen Urlaub in Griechenland. Also ich glaube, man muss auf jeden Fall, wenn sich bestimmte Türen aufmachen, die gut aussehen, dann die Chance auch zu ergreifen oder das zu erkennen, ist, glaube ich, ein riesen Skill. Ich glaube, die größten Sprünge im Leben, abgesehen vielleicht noch von einem MBA oder einem Abschluss, der irgendwie einen konkret weiterbringt mit Credentials, würde ich sagen, gib Gas und halt die Augen und Ohren offen. Und ich glaube prinzipiell, wenn man alle 3 bis 5 Jahre oder so den Arbeitgeber wechselt, ist es, würde ich mal sagen, wenn man jetzt eine Antwort forcieren möchte, der bessere und schnellere Weg zu einer großen Karriere, als konkret sich im Konzern 15, 20 Jahre durchzuarbeiten. Gibt's auch.
Und ich glaube, einige der deutschen Konzern-CEOs sind tatsächlich Leute, die 20 oder 25 Jahre im Konzern gearbeitet haben. Aber wenn du mich jetzt fragst. Kaiser, ne? Ja. SAP, glaube ich, auch. Duales auch Studium. Klein. Ja, ja, genau. Ja. Entschuldigung, jetzt habe ich schon Frage beantwortet, oder? Was war die Frage überhaupt? Aber ich höre mich eigentlich immer ganz gerne selber reden. Ja. Wenn ich da kurz anknüpfen darf. Hört ihr mich? Ist ja. Leider. Ja? Wir sehen dich nicht so gut, aber hören tun wir dich. Du, ich stelle mich mal jetzt wieder gerade hin. Also auf jeden Fall hier im Chat Props an Mick Jagger. Also was ist das für ein kreativer Typ? Mick Jagger auf die Eins, auf jeden Fall. Das mal vorab. Das ist echt abgespaced. Entschuldigung. Die Frage. Ich sag mal so, wenn du jetzt anfängst und dann bis zur Rente bei einem Arbeitgeber bleibst oder bei zweien, dann hast du in der Zeit bestimmt ganz, ganz viel relevantes Zeug gemacht und auch irgendwie regelmäßig einen Job gewechselt oder irgendwie Abteilung gewechselt und Projekte und so weiter. Aber am Ende warst du dann wirklich nur in einem Ökosystem. Ne? Und ich habe für mich relativ früh die Entscheidung getroffen, zum Beispiel, ne, Moritz und ich, wir sprechen jetzt von höchsten Tönen vom dualen Studium bei der IBM. Moritz ist dann noch ein paar Tage länger geblieben, aber ich bin am letzten Tag des Studiums bin ich da raus. Ne? So, war das schlecht da und deswegen wollte ich da raus, um Gottes Willen? Nein, war eine geile Schule. Musste ich länger drin bleiben? Musste ich nicht. Deswegen hatte ich auch die Freiheit. Und bin ich dann weitergezogen? Ja. Ich bin dann zur Deutschen Bahn. Moritz sagte, um Gottes Willen, was machst du bei der Bahn? Bleib bei IBM. Weiß ich noch ganz genau. Ich sagte, dieses Gespräch hat nie stattgefunden. So, und ich hab mich gegen sein Advice gestellt und gegen das Advice von vielen übrigens, ne? Auch aus meinem Umfeld. Ey, wie kannst du nur zur Bahn? Ey, wie langweilig ist das denn? Oh mein Gott und so weiter. Und dann gehe ich dahin. War geil. War die geilste Entscheidung, die ich treffen konnte. War ein internationales Management-Training-Programm. Einmal durch die halbe Weltgeschichte gejettet, den ganzen Konzern kennengelernt und so weiter. Die IBM als amerikanischen Konzern, daneben mal einen deutschen Konzern kennengelernt. Andere Strukturen, andere Sprechweisen, andere Arbeitsweisen und so weiter. Habe ich da irgendwie vorgehabt, in Rente zu gehen? Auch nicht. Wollte ich aber irgendwie nach zwei Tagen wieder raus? Natürlich nicht. Und dann sind es am Ende 4,5, fast 5 Jahre geworden. Wäre wahrscheinlich auch so weitergelaufen. Dann kam halt irgendwie ein Headhunter-Angebot und dann war es ein japanischer Medizintechnikkonzern. Ich dachte, okay, also jetzt hast du einen Amerikaner gehabt, jetzt warst du bei einem deutschen Konzern, jetzt bei einem Japaner, warum nicht? Ne? Da hast du nochmal, ne, Nemawashi und wie sie alle heißen, diese japanischen Unternehmens- und Arbeitskulturen kennengelernt. Super interessant, super spannend. Und erst dann mit 27, 28 ganz fokussiert die Entscheidung getroffen, ich will in die deutsche Automobilindustrie und dazu Porsche und jetzt Porsche MAP und so weiter. The rest is history. Was ich sagen will ist, ich war eher getrieben durch die Opportunitäten und die Vielfalt an Möglichkeiten als durch die Fokussierung auf das eine, wo ich da war. Und am Ende ist wahrscheinlich, Comfort Zone, da wo du bist, super geil, ne? Chill dein Leben, mach deine Arbeit, alles bene. Ja, aber out there, ne? Da ist ja so, so viel noch zu entdecken und zu machen und zu tun. Bei mir war da die Neugier zu groß, als dass ich diesem Ding nicht gefolgt wäre. Und so habe ich dann versucht, irgendwie dann auch die Entscheidungen oder die Chancen zu nehmen, um dann mehr zu entdecken. Weil am Ende, ganz ehrlich, also Arbeiten und Leben ist für mich, ne? Also Leben ist Arbeiten, Arbeiten ist Leben. Und das machst du nur einmal. Und wenn du da wirklich nur irgendwie also wenig siehst, dann ist halt vertane Chance, glaube ich. Und deshalb würde ich auch mehr, ne, encouragen, zu sagen, okay, give it a try, such dir andere Umfelder auf jeden Fall. Das letzte Mal, dass ich mich auf eine Jobposition mit meinem Lebenslauf beworben habe, war 2014. Dafür hast du aber ziemlich an deinem Lebenslauf erst neulich in der WhatsApp-Gruppe rumgedoktert. für diverse Rahmenprogramme, wie zum Beispiel das World Economic Forum. Okay. Was haltet ihr davon, Männer, wenn wir eine kurze Schnellantwort-Session machen?
Weil, ne, also ich sag mal, es ist super wertvoll. Ja. Also ich weiß, dass man viele der Fragen natürlich am besten, um den Kontext zu geben, innerhalb von 10 Minuten beantwortet. Aber es gibt so einige Fragen, so, die sind, glaube ich, für die jeweiligen, die die Frage gestellt haben, auch sehr, sehr interessant, wo ihr halt einfach eine recht schnelle Antwort gebt. Und ich würde quasi immer raussagen, einfach versuchen, jede Frage innerhalb von einer Minute zu beantworten. Und ich gehe jetzt mal den YouTube-Chat von oben nach unten durch, dann will ich mal den LinkedIn-Chat von oben nach unten durchgehen. Moritz, wie viel besser ist Karriere in den USA versus Deutschland? Wesentlich besser. Gehalt besser und Kultur besser? Alles aber besser? So viel Zeit haben wir ja dann doch noch, ja? Ja, eine Minute würde ich sagen, ist das Limit pro Frage. Ich glaube, gehaltstechnisch tun sich ganz andere Möglichkeiten auf. Ich glaube auch einfach, was mich in Amerika am meisten reizt, ist, dass du halt wirklich in der Regel sowohl akademisch als auch professionell an der Weltspitze arbeitest und nicht nur an der nationalen Spitze. Und das reizt mich schon sehr. Okay, Frage an Gian Abi. Ausgleich zu deinem Arbeitsalltag, wie kommst du zur Ruhe? Ich bete und das würde ich gar nicht als Ausgleich in dem Sinne, also das ist einfach mein Alltag. Ich bete, ich versuche meine fünfmal am Tag Gebetszeiten so gut es geht einzuhalten und das ist für mich der größte Ausgleich an der Stelle. Geht das in solchen Karrieren, weil das war eine Frage von weiter unten, kann man als Christ, war da Sonntagsgebet, als Muslim quasi die Gebetszeiten am Tag, ist das ohne Probleme möglich? Ja, natürlich. Okay. Beste Praktika als Zehntklässler, Moritz, bei Lightspeed. Soll man die auf LinkedIn eine Nachricht schreiben, wenn man als Schülerpraktikum machen möchte bei Lightspeed? Wird eher schwierig. Wir stellen leider nur Leute mit, ja, ich glaube in der Regel mindestens 3 bis 5 Jahren Vollzeit-Investment-Erfahrung ein. Soll ich mal? Wenn du eine Idee hast, ja. Ich sag dir, wo ich mein Praktikum mit in der 10. Klasse gemacht habe, nämlich bei Saturn im Einzelhandel. Ich bin da nach Dortmund, bin da rein, habe gefragt, wo ist die Personalabteilung? Und sie sagt, da oben, die dritte Tür rechts, bin ich hin. Also hallo, ich brauche ein Praktikum. Hat die Frau geguckt, konnte da gerade über den Tresen gucken. Und dann sagt sie, nee, geht nicht und so weiter. Also long story short, dann war ich im Service Center vom Saturn Dortmund. Unten letzter Stock, ab da 4 Wochen lang kaputte Staubsauger, kaputte Fernseher, Rechner und was die alles auseinandergeschraubt und mal Hardcore Retail und Facing the Customer gelernt. Und ich glaube, dadurch, dass die allermeisten aus der Bubble hier sowas nie wieder in ihrem Leben machen werden oder machen werden würden, ist vielleicht so ein Grounding-Praktikum an der Stelle gar nicht verkehrt. Ich glaube, man kann, kommt drauf an, wofür man sich interessiert. Nehmen wir jetzt mal das Paradebeispiel Investmentbanking oder Unternehmensberatung. Ja? Kann man in der 10. Klasse erwarten, dass man dort ein Praktikum bekommt? Ich denke, es eher auszuschließen, ohne dass ich jetzt Leuten bestimmte Sachen ausreden möchte, aber das wird wirklich schwierig. Aber vielleicht dann einfach zu schauen, was gibt es denn an relevanten Erfahrungen, die in die ähnliche Richtung gehen. Zum Beispiel, wenn man sich fürs Banking tatsächlich interessiert, kann man irgendwie bei der lokalen Bank anfragen, ob man dort was machen kann. Und ich glaube, ganz ehrlich, wenn man da richtig auftritt in der 10. Klasse, das irgendwie entsprechend präsentiert, so wie ich das damals beim Weißen Haus gemacht habe, hier sind die Sachen, mit denen ich mich auskenne, was gibt es für Projekte, kann ich hier vielleicht sogar auch unentgeltlich Erfahrung sammeln. Das macht, glaube ich, niemand, aber ich würde mal sagen, wenn ich jetzt raten müsste, das hat bestimmt eine 30-50% Trefferquote, wenn es richtig aufgesetzt wird. Ja, definitiv kann ich genauso unterschreiben. Also ich sag mal, so richtig mit den relevanten Praktika geht es dann typischerweise ab dem 2. Semester los. Gegebenenfalls, wenn man die Schritte schon in der 10. Klasse gemacht hat, kann man auch schon vor dem Studium sein erstes M&A oder Consulting-Praktikum bekommen. Aber alles zu seiner Zeit. Wichtig ist auch, dass man eine gesunde Persönlichkeit in der Schulzeit bildet, dass man da noch Zeit mit seinen Freunden verbringt, Sport macht, das Abitur nicht in den Sand setzt und dann nicht komplett zu karriereorientiert. Ne? Wenn man zu karriereorientiert überall rüberkommt, dann ist man auch ein bisschen
Da muss man aufpassen, dass man das nicht übertreibt. Ne? Vor allem man kann doch auch einfach Diablo 2 spielen und die digitalen genau. Items bei eBay verkaufen, oder genau. Was macht, also, macht die Jugend das heutzutage nicht mehr? Oder? Nee, die spielen League of Legends oder wie heißt dieses Spiel, wo man am Anfang so runterfliegt? Fortnite. Ey. Oh mein Gott, David, das ist ja auch eine interessante Beschreibung. Naja, ja. Wir machen mal weiter hier. Ja. Wie heißt dieses Spiel, wo man runterfliegt? Idealer Werdegang, wenn jetzt jemand in der hier K1, also erstes Halbjahr vom Abitur, bis dato 08er Schnitt, möchte zur Top-Liga, was soll ich nun tun, Moritz? Straight away, Bewerbung für US Elite Uni Bachelorstudium? Ist eine Option. Oder? Ja. Ich würde auf jeden Fall zusehen, dass es den Vorschlag gibt für die Studienstiftung oder für eins der anderen begabten Förderungswerke, die parteilich oder religiös ausgerichtet sind. Die sind alle super. Studienstiftung ist halt schön, weil es fachlich und ideologisch übergreifend ist und weil die auch ganz, ganz nette Sonderprogramme haben. Aber ja, wenn man jetzt wirklich auf dem Pfad unterwegs ist, ich glaube, wenn ich Vater wäre von so einem Kind, würde ich auf jeden Fall schon die Anregung geben, dass es diese Möglichkeit gibt, sich eben direkt für einen Bachelor zu bewerben bei den Unis. Man muss dazu sagen, die College Applications sind wahrscheinlich noch am härtesten für Universitäten wie Stanford oder Harvard oder Oxford oder Cambridge. Aber jetzt ganz ehrlich, mit einem 08er Schnitt und so viele aus Deutschland wird es ja sicherlich nicht geben, die sich überhaupt in einem gewissen Jahr bewerben. Das kann man sich wahrscheinlich an einer Hand abzählen. Weil auch viele, die so abschließen, überhaupt nicht das Bewusstsein haben oder auch den Mut haben oder überhaupt die Idee haben. Ich erinnere mich noch, dass damals ein Freund, der sein Abi mit 1,1 oder 1,2 gemacht hat, mir gesagt hat, er bewirbt sich in Oxford. Und ich dachte, der ist wirklich, ja, das ist the craziest shit I've ever heard. Wurde auch angenommen, hat es dann abgelehnt aus finanziellen Gründen. Aber machbar ist es auf jeden Fall. Also einfach mal, Gian, ja, ist ja eine Schnellantwortrunde. Ja. Okay. Ja. Okay. Gian, hast du auf dem Weg Menschen verloren? Neid etc.? Meine zwei, drei besten Freunde sind die, mit denen ich mit 12 Jahren im Affenkäfig Fußball gespielt habe. Also insofern. Die Brüderschaft, hier Moritz kennt einen von denen, den Cäsar. Moritz lacht, ich lache auch. sind die Alten, ist unterwegs, auf dieser Reise kommen da Leute hinzu und lässt auch wieder Ballast ab, aber sicher doch. Ne? Und ich glaube, das gehört auch zur Sache. Und das hat aber vielleicht gar nichts direkt mit einer Karriere an der Stelle zu tun. Das ist auch das ganz normale Leben. Du hast ein paar Energiesauger, irgendwann stellst du fest, die kommen immer nur dann, wenn sie was brauchen. Kann ich gar nicht gebrauchen, ja. Und du hast so Leute, die, ich weiß nicht, also ich habe unmittelbar Neid. Also ich hätte jetzt, also nicht, dass ich wüsste, dass Freunde wirklich jetzt die Freunde waren und dann der Neid sie so übermannt hat, dass es dann irgendwie uns, also das glaube ich nicht, vielmehr mit Freunden dann, dass die inspiriert waren durch mich, ich durch sie, ne, siehe Moritz und ich zum Beispiel, und man sich gegenseitig gepusht hat und so weiter, so irgendeinen Weg gegangen ist und sich das dann gegenseitig positiv befeuert hat, das noch viel eher, ja, und der Neidfaktor dann eher an der Stelle, wo ich dann im Job war, dann mit Peers in der Regel. Ja? Also da dann schon sehr oft. Und da hast du dann auch viel mehr damit zu kämpfen. Dann heißt es, ne, was schafft er denn und was und weißt du, du machst deinen Job, du machst alles on top und dann funktionieren ein paar Sachen, dann hast du Glück und dann geht's. Aber dann geht das Geschnatterere los und so weiter. Also das habe ich erlebt. Zu Anfang sehr, sehr viel stärker als jetzt, glaube, hoffe ich. Ja, also jetzt immer weniger. Irgendwann tust du für dich selber auch dann so ein bisschen das Austarieren zwischen everybody's darling, also ich will möglichst mit jedem gut sein, in Hochkomma beliebt, ne? Die Leute sollen jetzt nicht denken, der Gian ist ein Assi, so auf der einen Seite, und auf der anderen Seite ich will einfach akzeptiert sein oder Akzeptanz. So, und gerade in großen Organisationen
es ist dann immer ein Austarieren zwischen Beliebtheit und Akzeptanz. Und ich habe mich dann irgendwann auch für Akzeptanz entschieden, muss ich sagen. Weil, also beliebt sein muss ich nicht. Also Diplomat bin ich nicht und Everybody's Darling brauche ich auch nicht sein. Ich muss einfach mit der Arbeit, mit der ich tue und mit den Themen, die ich mache und so weiter, das muss Akzeptanz finden. Das reicht mir. Und wenn man dann noch irgendwie zwei nette Worte sprechen kann, super. Ja, aber ansonsten fokussiert sich das für mich eher auf die Punkte. Als Schnellantwort. Wenn das deine schnelle Antwort war, dann nur noch schnelle Antworten auf die nächsten Q&As. Dann brauchen wir noch schnellere Antworten, ja. Was sind so Fragen, die wir noch nicht drin hatten? Was ist die beste Stelle bei MHP karrieretechnisch, Gian? Damit machst du dich richtig beliebt jetzt mit deiner Antwort. Ja, meine natürlich. Ja? Strategy und Corporate Development. Nee, du... Ich meine, jede mögliche Stelle, kommt darauf an, was du kannst, mal einsteigen als Berater und dann ab Consultant, Senior Consultant, Manager, Senior Manager, dann geht es ganz schnell. Auf jeden Fall, oder ich würde sagen, jede Stelle, die mit dem Kunden Sachen macht. So, vielleicht mal so eine Antwort. Okay. Wie findet man im Konzern ein Projekt, mit dem man durchstartet, so wie Moritz es getan hat? Moritz, ist dir das zugeflogen oder hast du es proaktiv gesucht? Ich glaube, mein größtes Projekt bei IBM war eins, wo wir, da hatten wir 18 BCG-Berater im Einsatz für ein internes Optimierungsthema und unser CFO hat gesagt, das ist zu teuer, das machen wir nächstes Jahr nicht mehr, müssen aber nach wie vor noch deren Output bekommen. Die haben quasi Slides und Analysen erstellt für über 1000 Workshops mit Vertriebsbeauftragten, die in dem Jahr gemacht wurden. Und nun fehlten diese 18 Berater und ich war mittlerweile bei IBM irgendwie so der Tool-Guy, so Data Science, Statistics und Coding. Oh, jetzt hat es Gian zerlegt. Gian raus. Und ich habe dann, ich glaube, scherzhaft haben einige der Leute gesagt, ja, das kann Moritz auch irgendwie einfach rausfinden, wie wir jetzt irgendwie diese 18 BCG-Leute mit einem Tool ersetzen. Und wir hatten bei IBM zu der Zeit gerade eine Statistikfirma namens Cognos akquiriert. Und ich hatte dann die verrückte Idee, das alles mit Cognos zu bauen und zu automatisieren. Hab dafür zwei Chinesen und einen Brasilianer aus der IBM noch bekommen. Das war dann ungefähr 3 zum Kosten von einem US-Mitarbeiter. Und wir haben das dann innerhalb von 12 und unter 12 Monaten gebaut. Und im Grunde tatsächlich hat das Tool das gemacht, was vorher 18 BCGler gemacht haben. Das ist, ich glaube, der Gedanke kam vielleicht so in meine Richtung, mehr im Scherz, aber das dann tatsächlich zu versuchen und umzusetzen, war dann eher proaktiv. Die besten Sachen sind immer proaktiv. Ja. Immer sich zu überlegen, wie kann man agieren, statt zu reagieren. Ja, der Gian probiert gerade noch mit seinem Toaster WLAN herauszubekommen noch. Das heißt, ich würde kurz noch eine weitere Moritz-Frage machen. GMAT-Lerntipps. Also wie sollte man auf dem GMAT lernen, deiner Meinung nach? Ja, das war wirklich ein Thema, das war, glaube ich, eins der Themen, was mein Mental Health schon sehr zu schaffen gemacht habe. Ich habe mich sehr reingesteigert in das GMAT-Thema, einfach auch, weil ich dachte irgendwie, ja, Bachelor nur an der Berufsakademie, zwar gut abgeschlossen, aber war jetzt nicht unbedingt eine Feeder School für die großen MBAs. Ich habe am Anfang mit einem Online-Tool gemacht. Ich glaube, es wird heute vom Economist angeboten. Aber letztendlich gibt es diese Manhattan Prep Serie. Das waren irgendwie 10 oder 12 also Pen and Paper Bücher. Ich meine, meine GMAT-Erfahrung ist jetzt auch schon was 12, 13 Jahre her. Da wird sich sicherlich einiges getan haben. Vielleicht gibt es, also ich gehe mal davon aus, dass es mittlerweile ziemlich gute Online-Tools auch gibt. Aber ich glaube, eine Sache, um die man nicht drum rumkommt, was halt richtig hilft, sind diese Praxistests. Und mal wirklich durch so viele wie möglich zu sitzen. Und die nehmen halt 3 oder 4 Stunden in Anspruch. Und dann läuft die Zeit auch weiter, wenn man mal zwischendurch kurz aufs Klo muss. Die sind schon ganz schön hart. Die kann man eigentlich nur am Wochenende machen.
Aber ich glaube, so je mehr man die tatsächliche Testsituation simulieren kann, unabhängig von dem, was man sonst macht in der Vorbereitung, desto besser. Ich glaube, da gibt es keine großen Geheimnisse. Ich würde einfach, glaube ich, den Pfad gehen, den die meisten gehen und dann einfach mehr Zeit drauf verwenden. Ja. Der Vorteil ist, man kann ja so oft machen, wie man will, ne? Also genau, das war bei uns, das war bei uns damals anders. Ach so. Ja. Und dann ist er noch unkomplizierter. Also Cihan, bleib doch einfach drin. Also wir sehen und hören dich ja. Ja, nee, ich bin auch drin. Ich habe nur jetzt festgestellt, der hat hier das Mikrofon vom Laptop anstatt das Mikrofon von dem Ding hier die ganze Zeit. Ja, aber ist gut. Man kann's, ist okay? Ja, komm. Ja. So, Ton ist nicht das Problem auf deiner Seite. Sagen wir es mal so. Okay. Jetzt ein Thema. Kurze ich weiß Antwort. Nicht, ob ihr... Kurze Antwort. Ja. Schnelle Antwort. Okay, dann erstmal kurze, schnelle Antwort von dir, Cihan. Und auch kurze Fragen. Wie netzwerkt man richtig an der Uni? Hast du da Tipps? Ich wüsste jetzt nicht, warum man an der Uni netzwerken muss. Also netzwerken machst du auf Veranstaltungen im Unternehmen. An der Uni, klar, mit den Leuten dich vernünftig austauschen und so weiter, aber an der Uni geht es erstmal darum, zu überleben und da dein Zeug zu machen und so weiter. Und um dir einen Freundeskreis aufzubauen. Und da brauchen wir jetzt keine strategischen Netzwerktipps für. Ich würde das Netzwerken eher auf Events, Praktika, Unternehmen und so weiter fokussieren. Ja, würde ich genauso unterschreiben. Okay. Was haltet ihr von Quants bei Hedgefonds für Karrieren? Ich denke mal, Moritz aus seiner Wall Street-Zeit kennt sich da ein bisschen besser aus. Ballert auf jeden Fall auch. Hab ein paar Freunde, die haben in theoretischer Mathematik am MIT promoviert. Und arbeiten seit dem Abschluss als Quant bei den renommierten Hedgefonds. Also weiß ich auch nicht, was die im Jahr mit nach Hause nehmen, aber da sind wir sicherlich mindestens im siebenstelligen Bereich. Cihan, deine Lieblingsstadt? Ich finde Hamburg Istanbul. Istanbul, stimmt. Moritz, wann waren wir in Istanbul, Moritz? 2012. 11 auf 12. Ja. 11 auf 12 war das. Ja, genau. Geboren bin ich in Dortmund. Ist nicht schön, aber woanders ist auch scheiße. Und genau. Okay. Wie seht ihr die Zukunft von Trading? Also es ist nochmal so ein bisschen bezogen, wahrscheinlich auch auf Hedgefonds, beziehungsweise von jemand anderem, der die Frage stellt. Aber ist sowas nur noch eine Branche für Mathematiker und ITler? Oder ist BWL da auch immer noch ein sinnvolles Studium? Würde ich mal tendenziell eher sagen, geht wahrscheinlich in die Richtung Naturwissenschaftler, Mathematiker und Coder. Ja. Aber würdest du, sag ich mal, für deinen Werdegang nochmal BWL studieren? Ich habe ja gar nicht BWL studiert. Ich habe Wirtschaftsinformatik, Wirtschaftsinformatik, mit Fokus auf Machine Learning. Habe zwar nie als Entwickler gearbeitet, habe tatsächlich mich mit AI in meinem Undergrad beschäftigt. Ein MBA BWL zu nennen, fällt mir ein bisschen schwer, ehrlich gesagt, weil irgendwie da kommt es dann zum Schluss schon fast auf so viel mehr drauf an, als auf den tatsächlichen BWL-Lerninhalt, der auch relevant ist. Aber ich sehe mich jetzt persönlich nicht als BWLer. Hm. Ich habe auch wenig gute, nette Worte für BWLer. Ich würde sagen, Leute sollen lieber was Anständiges studieren. BWL ist im Grunde einfach nur gesunder Menschenverstand akademisch aufgekocht. Cihan, was hattest du studiert? Auch Wirtschaftsinformatik, ne? Also Dienstleistungsmanagement und Marketing und Wirtschaftsinformatik Light, aber ich habe davor noch eine Ausbildung zum Wirtschaftsinformatiker gemacht. Insofern die Informatikkomponente. Also wenn du dich entscheiden müsstest, Cihan, zwischen Vollwirtschaft und Vollinformatik? Würde ich ja nicht. Beides irgendwie von beides ein bisschen ist nicht schlecht. Also ich glaube, wir hatten bei der IBM ja alle Extreme auch da, und wenn du da mal in den Raum der Vollinformatiker mal die Nase reingehalten hast, dann warst du schon ganz froh, dass du dann in dem Raum nicht drin warst. Ne? Also insofern... Ja, Wirtschaftsinformatik war schon Master Race. Master Race, würde ich auch sagen. Also ein bisschen was von dem gesunden Menschenverstand, der da aufgekocht hingelegt wird, ist auch nicht schlecht. Ja, und danach kann man ja immer noch fokussieren. So. Ja, also wer heute kein Coding lernt, entweder im Studium oder freiwillig, das... Es ist eigentlich fahrlässig.
Würdet ihr sagen, oder beziehungsweise Moritz, ist VC deiner Meinung nach ein geeigneter Berufseinstieg oder erst T-shaped Skillset weiter vertiefen und dann nach 5 bis 7 Jahren den Entry suchen? Das Letztere. Das Letztere, okay. Zumal du den Einstieg ja auch gar nicht bekommst im VC als Berufseinstieg. Ein paar, Haaren? Ja, schon, aber vor allen Dingen, dann ist das halt auch eine Rolle, wo man selber keine Investitionen machen kann und im Grunde zuarbeitet. Ja. Ich glaube, es ist nicht besonders, es sieht vielleicht cool aus, aber es ist, glaube ich, kein besonders spaßiger Berufseinstieg. Gut. Frage an Moritz. Kann man remote seine Kinder großziehen? Also, ich arbeite remote. Ja, ja. Habe ich dann auch danach gesehen. Ich arbeite aber remote. Damit, ja, sehr gut. Ich würde jetzt mal im Benefit of Doubt die Frage so interpretieren, ob man als remote arbeitender seine Kinder erziehen kann, die auch im gleichen Haus leben. Da würde ich sagen, ja. Ich glaube, er meinte es erst. Ja. Dann würde ich, ist ja eine Schnellantwortrunde, dann ist einfach mal nein. Okay. Welche anderen Parameter können die Karriere positiv beeinflussen, neben den akademischen? Beispielsweise Lesen, Körpersprache etc. Genau, Thema Sprachen vielleicht auch, ne? Also braucht man was anderes außer Englisch oder ist das wirklich alles andere komplett unnötig, zum Beispiel? Meiner Meinung nach eher unnötig. Meine Frau, sie ist in Russland geboren, sie ist dann als sie drei Jahre war, ist die Familie geflüchtet. Ihr liegt viel daran, dass das Kind auch noch Russisch lernt versucht mich dazu zu bewegen, dem Kind auch Deutsch beizubringen. Mir zum Beispiel könnte es nicht mehr egal sein, ob mein Kind Deutsch spricht oder nicht. Und es ist auch wieder ein bisschen reduktiv, aber ich glaube, im frühen Kindheitsalter ist es einfach ein Free Goodie. Ich glaube, die nehmen da locker irgendwie 2, 3 Sprachen mit. Aber jetzt, sag ich mal, wenn man nicht mehrsprachig aufgewachsen ist, macht Sinn darauf, jetzt Zeit zu verwenden, eine Fremdsprache zu lernen, die nicht Englisch ist. Finde ich absolut hirnrissig, ehrlich gesagt. Einfach mal mir irgendwie ein paar Meinungen zu platzieren. Wir sind eh kurz davor, dass es alles Auto-AI translated wird. Also würde mir niemals in die Gedanken kommen, jetzt noch eine andere Sprache zu lernen als Deutsch oder Englisch. Dann lieber eine Programmiersprache. Nicht mal Türkisch für Cihan? Für Cihan, Can? Bruder. Ja, ich hab ja verhandlungssicheres Türkisch. Dönerladen verhandlungssicher. Okay. Ich würde gerne die Frage... Sonst irgendwelche Parameter ansonsten? Ja, ja. Ich bin selber zweisprachig groß geworden, insofern, das kann ich nur unterscheiden. Ich würde aber gerne nochmal zu einem anderen Aspekt von Sprache einen Satz sagen, und zwar, ich drehe jetzt mal meinen Laptop um, ich mache jetzt keinen Screenshare, ich drehe jetzt mal meinen Laptop um, und ihr seht hier, die Bildqualität ist total grottig, aber ihr seht hier, war meine Bücherei. So, und ich weiß gar nicht, wie viele Bücher da liegen, aber ich schätze mal so, keine Ahnung, 600, 700 oder sowas. Und von denen habe ich jetzt mal locker 60-70% gelesen. Was ich sagen will ist, dass gerade bei mir im Haushalt, wo erstens null Deutsch gesprochen wurde, ich meine erste deutsche sprachliche Erfahrung in dem Sinne erst in der Grundschule hatte und auch da dann immer nur rudimentär und so weiter. Was ich sagen will ist, gutes Deutsch habe ich dann nicht gelernt, ja, also oder gut im Sinne von tiefes Deutsch. Und wie es dann zum Abi und Studium und so weiter hinging, immer von allem gehört, ey, du musst lesen, du musst lesen, du musst lesen. Ja, was muss ich denn lesen? Ja, irgendwas, scheißegal. Also Content, ja, okay, aber auch um einfach den sprachlichen Vorbau dir irgendwie hinzulegen. Und dann habe ich angefangen zu lesen und dann hat mir das Lesen ziemlich gefallen und seitdem habe ich jeden Quatsch gelesen, von Goethes Faust bis sonst irgendwas. Alles autodidaktisch, um mich da hier einfach zu equippen, mich vernünftig ausdrücken zu können und so weiter und so weiter. Und deswegen würde ich sagen, sprachlich ist Lesen und damit die Sprachverständigung und die Erweiterung dieses Skills wahrscheinlich kein schlechtes Tool an der Stelle. Ich glaube auch die Fähigkeit zu haben, den kompletten
Raum an Möglichkeiten zu erfassen und dann sich wirklich basierend auf First Principles zu überlegen, was ist jetzt eigentlich der nächste, beste, clevere Schritt, den ich machen kann. Oft unabhängig davon, was vielleicht andere Personen im eigenen Umfeld machen oder was Personen historisch gemacht haben, die in der gleichen Ausgangsvoraussetzung waren. Also jetzt mal, sag ich mal, spieltheorietechnisch oder mathematisch betrachtet, da liegen vor jedem von uns unendlich Möglichkeiten. Und irgendwie die, über die man so viel Zeit verbringt, nachzudenken, sind in der Regel die, wo man irgendwie ein soziales Muster hat oder wo man irgendwie bestimmte Standardpfade wahrnimmt. Und ich glaube, das ist so eine Superpower, das einfach abzulegen und sich mal wirklich zu überlegen, was ist eigentlich das nächste Clevere, was ich machen kann. Selbst wenn die Leute sagen, das ist irgendwie verrückt oder nicht möglich oder warum ist das überhaupt wichtig, wenn man die innere Ruhe hat und das Leben wirklich so betrachtet und dann die ganze Energie immer auf diese Art und Weise einsetzt, das ist so ein krasser Leverage. Das haben viele Leute nicht. Auch sehr viele smarte Leute und erfolgreiche Leute. Mhm. Ich klicke mich mal ganz kurz raus, aber ich bin gleich wieder da. Ja. Gut. Machen wir Jihan Fragen. Okay. Wirtschaftsmathematik etc. ist dann auch gut, ne? Ist Meinung recht gleich. Solange man ein paar sinnvolle Sachen lernt, ist alles gut. Okay. Wer war die berühmteste Person, die du jemals getroffen hast? Neben David Döbele. Und Moritz Beyer-Lenz. Die Bundeskanzlerin. Ich bin 2012 Stipendiat der Deutschen Stiftung Integration geworden und da ist sie Schirmherrin gewesen und da hat man sie dann regelmäßig auch getroffen. Und, wie war's? Super. Ja? Ja. Gute Frage. Okay, das sind jetzt ein paar sehr, sehr spezifische Fragen. Was sagst du zu einer Werkstättenstelle im Pipe bei BCG als Karrierepfad? Viele Grüße, Gian. Was heißt das? Das ist vielleicht ein bisschen zu specific, ne? Pipe? Müsst ihr jetzt auch googeln. P-I-P-E? Mhm. Bei BCG. Performance irgendwas wahrscheinlich Bereich, ne? Ja, also ich sag, vielleicht eine generische Antwort. Wow. Principal darauf, Investors and Private Equity. Ja, ich meine, das ist wahrscheinlich dann mit Schwerpunkt PE-Transaktionsberatung bei BCG. Also Werkstudent ist halt meistens in der Beratung, dass du halt zuarbeitest. Ne? Also du wirst halt nicht auf Projekte eingesetzt typischerweise, dann arbeitest halt schon nochmal hier. Jeder Werkstudentenjob ist erstmal Hiwi-Sachen machen. Ne? Also wer glaubt, dass er da jetzt irgendwie zweites Semester Goethe-Uni Frankfurt oder keine Ahnung was und dann komme ich hier als Big Boy und mache jetzt Projekte, der soll sich das mal bitte ganz schnell abschminken, sondern einfach mal Hardcore PowerPoint und Excel üben, um dann auch ein paar gute Sachen zu machen, um damit dann sich den Weg frei zu machen für künftige weitere Sachen, oder? Ja, aber ich meine jetzt mal davon abgesehen, BCG, denke ich, ist eine super Adresse, um irgendwie ja. Praktika oder auch den ersten Einstieg. Ich glaube, Beratung prinzipiell würde ich sagen, ist eine sehr, sehr, sehr gute erste Vollzeit-Berufseinstieg. Aber ja, so wie Chian sagt, ich glaube, bevor man irgendwie 3 oder 5 Jahre Vollzeiterfahrung hat, hat man eigentlich so grenzt dann null Ahnung und null Contributions. Egal, wo man studiert hat und wie clever man ist. Okay, dann switch ich mal von YouTube mal so ein paar LinkedIn-Fragen wieder in recht kurze Beantwortung. Warum muss man immer alles auf Vorbilder schieben, statt selber sein Leben in die Hand zu nehmen? Schadet definitiv nicht, das Leben selber in die Hand zu nehmen. Ich glaube, das haben wir heute auch ein paar Mal platziert. Vorbilder helfen in der Regel, weil sie einem Pfade aufzeigen, die man dann gehen kann. Wenn das Bewusstsein da ist und wenn die Veranlagung da ist, irgendwie nach spannenden Projekten zu greifen, ohne jetzt diese Vorbilder im direkten
sozioökonomischen Einflussbereich zu haben, umso besser. Aber das ist halt bei vielen nicht der Fall. Deswegen wollen wir hier ein bisschen Mut machen. Würdet ihr die Aussage unterschreiben, dass Arbeiterkinder hungriger sind, in Klammern motivierter und eine bessere Durchsetzungskraft mitbringen? Das ist vielleicht auch so ein bisschen in die Richtung meiner Analogie, die ich am Anfang gebracht hatte. Wenn man eher von unten sich ein bisschen hocharbeitet, dass man dann einen höheren Speed auch hat? Würde ich so unterschreiben. Ich auch. Sehr gut. Wie seid ihr mit Tiefs in der Karriere umgegangen? Welche sind euch auf eurem Weg begegnet? Bei dir, Moritz, wir hatten schon, du hättest beinahe kein Stipendium bekommen für dein Studium in Stanford. Ansonsten gab es irgendeine Krise? Ja, ich hatte so ein Jahr, im ersten Jahr bei meinem Stieg bei Goldman, muss ich ehrlich sagen, da war ich mir nicht so ganz sicher, ob das jetzt wirklich das Wahre ist für mich. Ich erinnere mich noch, dass ich bin rausgegangen einen Tag, habe meine Mutter angerufen und wir haben, glaube ich, fast eine Stunde telefoniert. Ich bin irgendwie die Blocks um den Goldman Tower Downtown gegangen und habe ihr im Grunde gesagt, also ja, ich glaube, das ist nichts für mich. Mir macht das nicht so richtig Spaß, vieles läuft auch nicht so richtig und ja, wollte ihr eigentlich nur ein Heads-up geben, dass ich wahrscheinlich irgendwie was anderes machen werde oder dass ich zumindest hier jetzt die Reißleine ziehen werde. Ist ein bisschen schwierig für meine Mutter, sag ich mal, da Ratschläge zu geben, außer eben das Bewusstsein zu schaffen, dass sie natürlich voll hinter dem steht, was ich machen möchte. Also das war im Grunde das Gespräch. Ich habe dann, aus welchem Grund auch immer, ich weiß es nicht mehr, dann doch noch ein paar Monate weitergemacht und plötzlich öffnete sich diese Tür mit dem Gaming-Thema bei Goldman, was irgendwie meine Goldman-Erfahrung wirklich, sag ich mal, 180 Grad gedreht hat von, ja, ist es das, was ich machen möchte, zu gibt momentan nichts Geileres, was mir einfällt. Ich glaube, wenn es mal irgendwie so läuft, ist sehr einfach, den Kopf in den Sand zu stecken und nicht weiterzumachen. Aber ich sag mal irgendwie 6 Monate, 12 Monate durchzupowern, auch wenn es irgendwie gerade so aussieht, als ob es überhaupt nicht funktioniert. Das geht eigentlich immer, es sei denn, man wird vorher rausgeschmissen. Und ich glaube, wenn es 2 Jahre keinen Spaß macht, das ist, glaube ich, ein schlechtes Zeichen. Wenn es 1 Jahr lang keinen Spaß macht, ich glaube, das gibt es öfter mal. 2 Anknüpfungen. Moritz, interessant, dass du auch solche Themen dann regelmäßig mit deiner Mutter besprochen hast. So war es bei mir auch. Aber immer nur, wie du sagst, ne, inhaltlich kann sie da ja schlecht was contributen, aber irgendwie macht man es dann trotzdem. Es ist sehr, sehr besonders, finde ich. Zweiter Gedanke bei mir war auch Olympus Tag 1 oder Woche 1. Bin da. Irgendwann sagt mein Chef, Gian, guck mal, alles super, du machst das hier toll und so weiter, aber ich würde dich echt bitten, die Organisation nicht zu überfordern. Schalt jetzt einfach mal 3 Gänge zurück und dann ist auch okay. Dachte ich, was? Also ist das dein Ernst? Ich habe doch gar nicht angefangen. Ich fahre hier mit 2 gezogenen Handbremsen. Ne? Und dann turns out, das passt halt gar nicht in die japanische Unternehmenskultur. Ne? Da muss alles langsam und Schritt für Schritt und Nemawashi und ne, ich nehme mir alle einzeln mit und pipapo und so ein Hans Dampf in allen Gassen, wie ich es war, hat dann nicht funktioniert und dann war ich da Leiter IT-Strategie und Riesentransformation und pipapo und habe irgendwie festgestellt, Moritz, so wie du es gerade beschrieben hast, also irgendwie funktioniert es auch nicht so gut und ich habe irgendwie nicht so mega Bock und ich weiß, ich muss hier irgendwie super langsam machen. Dann war die Frage, entweder ich werde irgendwann auch so und dann bin ich da akklimatisiert und dann läuft das und dann ist okay. Oder aber ich entscheide mich selber frühzeitig dagegen und mache dann was. Und ich habe mich für Zweiteres entschieden und damals dann die Entscheidung zu Porsche und so weiter. Habe dann aber gesagt, hey, ich mache hier jetzt aber nicht irgendwie eine Kurzschlussentscheidung aus dem Tal der Tränen heraus, sondern ich komme jetzt hier erst raus und mache dann diese Entscheidung aus einer Stärke heraus. Und so habe ich es dann gemacht, erst nach Jahr 2 im Prinzip, wo das dann alles schon super geil lief und wo dann auch das Feedback der Leute war, ey, was, ist so, jetzt ist nur durch, so super geil, ne? Wohin jetzt? Aber ich wollte es unbedingt nicht aus der Schwäche heraus machen. Das war mir ganz, ganz wichtig, dass ich da in einem guten Spirit auch bin. Und so habe ich es dann auch gemacht. So. Sehr, sehr stark. Ja.
Werdet ihr oder wurdet ihr auch aufgrund eurer sozialen Herkunft unterschätzt? Ja, also bei Moritz, bei dir könnte ich es mir vielleicht irgendwie so vorstellen, irgendwie, wenn man so in den USA ist und jetzt nicht so mega privileged aufgewachsen ist, in irgendwelchen Old Boys-Netzwerken drin ist, ob das irgendeine Rolle spielt. Ich meine, bei Gian alleine, dass du jetzt keinen urdeutschen Nachnamen hast, ob sowas im Konzern eine Rolle spielt. Wie sind da eure Erfahrungen mit? Also ich glaube persönlich, zumindest in den Umfeldern, in denen ich mich bewegt habe in den USA, sei es jetzt die Top-Unis oder Arbeitgeber wie Goldman oder Lightspeed, da ist eigentlich so viel Respekt für einen meritokratischen Umgang. Anders könnten die auch überhaupt die entsprechenden Talente nicht anziehen. Das ist eigentlich eher kein Thema, muss ich ehrlich sagen. Also würden wir auch jetzt im Freundeskreis oder unter Kollegen oder unter Kommilitonen, wäre schon eher weird, das als Thema anzubringen. Ich glaube nicht, dass andere einen unterschätzen oder nicht, dass ich jetzt wüsste oder meistens weiß man es ja auch nicht, aber nicht, dass ich es offiziell wahrgenommen hätte. Aber man selber unterschätzt sich ja. Das ist ja der berühmte Imposter. Du denkst dir ja, ey, ne, ich hier aus Castrop am Arsch der Heide, was weiß ich denn schon? Ja, und die hier alle top of the notch. Ne? Also ich glaube, dieses Unterschätzen-Thema, das macht das Arbeiterkind für klassisch mit sich selber, als andere das einen mit einem machen. Ja. Wie seht ihr die Karriere-Challenges in Bezug auf die aktuellen KI-Entwicklungen? In Klammern, wird es schwerer aufzusteigen etc.? Ich weiß jetzt nicht, warum es schwerer sein sollte, aufzusteigen. Also ich glaube, das... Also KI ist bei uns jetzt auch im Investmentbereich ein Riesenthema. Ich glaube, dass, also intellektuell würde ich es mal als Plattform-Shift kennzeichnen. Die letzten, die wir erlebt haben, waren die Einführung des Internets um 2000 rum und dann das Smartphone mit dem iPhone um 2007. Cloud Computing vielleicht noch, könnte man, sag ich mal, ein bisschen in die Richtung oder Kategorie packen, aber ich glaube, das ist eher so auf Level Internet und Smartphone das Thema. Das heißt, es ist unheimlich wichtig, sich damit persönlich und sicherlich auch beruflich auseinanderzusetzen. Und es ist einfach so ein, jetzt schon, so ein Enabler. Also ich verwende ChatGPT und andere Tools auch für mich einfach privat, eigentlich fast jeden Tag. Das gleiche mit meiner Frau. Also es wäre eigentlich dumm, auch heute schon die existierenden Tools nicht regelmäßig einzusetzen, und das wird sich auch nicht ändern, das wird sich nur noch verschärfen, das Thema. Und es ist einfach, ja, würde man sagen, auf Deutsch so eine Schlüsselskill oder Schlüsseldisziplin. Schwieriger aufzusteigen wird es, glaube ich, wenn man KI ignoriert. Und ja, vielleicht einfacher aufzusteigen wird es, wenn man es native irgendwie in den eigenen Rhythmus so viel und so gut wie möglich integriert. Und vielleicht eine Ergänzung, da geht es jetzt nicht darum, Hardcore-KI-Entwickler zu werden und oh mein Gott, ich schaffe das eh nicht und so weiter, sondern sich seinen Alltag mit KI so einfach und easy zu gestalten, dass man diese Fast Tracks dann mit dem KI-Tool dann auch entsprechend nehmen kann. Also wie oft habe ich in den letzten Wochen und Monaten was völlig Banales, was ich irgendwie auf einem One-Pager bringen musste oder wollte, ChatGPT irgendwie gefragt, wie würdest du das und das Thema gestalten? Gib es mir mal in 5 Punkten und dann jeweils 3 Untergliederungen dazu auf einer Folie, bitte so strukturiert und Dankeschön, auf Wiedersehen. Zack, zack, zack. Das hast du dann jetzt nicht 100%, was du direkt auf die Folie klatschen kannst, aber mal einen 60-70% Stand, der dir extrem hilft, um in den Flow zu kommen und das Ding dann nur noch schnell zu finalisieren. 3 Stunden Arbeit, turns out nur noch 20 Minuten. Also das ist auf jeden Fall etwas, was du beachten solltest. Okay. An Moritz, welche Schlüsselerlebnisse oder Lektionen aus deinem Praktikum im Weißen Haus und deiner Arbeit bei Goldman Sachs haben dir bei deiner Karriere geholfen oder helfen dir heute? Gibt es da, also was sind so Schlüsselerlebnisse oder Lektionen? Ja, ich meine, Weißes Haus war ja relativ kurz. Das war halt ein Teilzeitprojekt über 4-5 Monate oder so. Goldman war 5 Jahre Vollzeit, also schon mal 7, weil es ja Hundejahre waren. Ja, also ich meine, da hat man
mehr mitgenommen, weil da könnten wir jetzt nochmal einen 3-Stunden-Podcast drüber machen, glaube ich. Und das ist auch einfach, ich glaube, das Beste an diesen Sachen ist, man verinnerlicht einfach bestimmte Prinzipien. Man sieht einfach mal, wo auch die Messlatte ist, wenn man wirklich mit, ich sag mal, 5 oder 6 Personen-Teams zusammenarbeitet, wo alle einfach auf einem gewissen Level an Performance drauf sind. Was wir da teilweise an Projekten gedreht haben, über irgendwie teilweise auch nur 24 oder 48 Stunden. Also das hätte ich, selbst als ich in Stanford schon war, wenn du mir das im Vorfeld gesagt hättest, was wir da machen werden, wie schnell und in welcher Qualität, wäre schwierig für mich gewesen, das, glaube ich, wirklich zu verinnerlichen oder zu glauben. Ja, ich meine, das Beste an Goldman, denke ich, ist wirklich viele Leute kennenzulernen, sowohl in der eigenen Abteilung, insbesondere TMT, Tech Media Telekom in New York und San Francisco ist nochmal auf einem anderen Level unterwegs. Ich glaube, eins der oder vielleicht sogar das beliebteste Banking Department weltweit, weil Tech ist natürlich für viele Leute interessant. New York und San Francisco haben mehr Dealflow als alle anderen geografischen Bereiche oder Sektoren. Und da läuft einfach so viel durch dieses Department durch. Und in den 5 Jahren sieht man so viel. Man verliert dann, glaube ich, auch schon bald irgendwie so ein bisschen den Respekt davor, was möglich ist oder wofür man Zugang hat. Ja, ich glaube, das ist mehr, als man jetzt irgendwie in Worte fassen könnte in der Antwort hier. Und deswegen ist es halt auch unheimlich wertvoll, sag ich mal, 3 Jahre, 4 Jahre, 5 Jahre in einer Top-Umgebung mit Top-Leuten an Top-Themen zu arbeiten. Das kriegt man auch nicht mehr raus. Wie lange machen wir eigentlich noch? Bei mir ist es egal eigentlich. Bei dir ist mittags um 2. Ist doch ganz gemütlich. Ja, eben. Das Gute ist, wenn es schon dunkel ist, wenn man anfängt, dann fällt einem gar nicht so auf. Ich sag mal so, also ich glaube, wir könnten wahrscheinlich einen All-Nighter machen, weil ich glaube, es werden nicht weniger Fragen. Ich gehe auf jeden Fall nochmal die Google-Formular fragen. Ich wollte jetzt gar nicht irgendwie hart cut machen. War wirklich auch keine rhetorische Frage. Ich hätte gesagt, halbe, dreiviertel Stunde, so bis um 11 und dann ist aber langsam aber sicher. Sind die 3 Stunden erstmal voll. Vielleicht ganz kurze Anmerkung, ne, für alle, die hier auf YouTube zuschauen. Ihr würdet uns natürlich einen riesen Gefallen tun, wenn ihr dem Stream hier ein Like gebt. Und alle, die auf LinkedIn zuschauen, natürlich ebenfalls, wenn ihr das Ding liked, etc., auf die 1. Ich gehe jetzt auf jeden Fall mal die Google-Formularfragen, die machen wir auf jeden Fall, weil da haben sich Leute wirklich Mühe gegeben, haben sehr ausführliche Fragen geschrieben. Und die würde ich jetzt auf jeden Fall mal noch durchgehen. So zur Arbeitskultur bei Goldman, Moritz. Da gab es ja diese Umfrage, dieses Survey, ich weiß nicht, ob du die gesehen hast, wahrscheinlich schon. Ja. Wo die Leute sagen, ach, es ist so, so horrible und so weiter und so fort. Ich glaube, das war aus New York, actually. Wie hast du das so wahrgenommen bei dir? Also war das wirklich so unter der Woche 3-4 Stunden Schlaf nur und 100 Stunden Wochen die ganze Zeit und super mentaler Stress von Vorgesetzten? Oder wie hast du das wahrgenommen für dich? Also ich glaube, ein großer Unterschied ist, dass ich als Associate da war und nicht als Analyst, was das Leben leicht besser macht, aber sicherlich auch nicht viel besser. Also ich glaube, es ist auch sehr stark von der Abteilung abhängig nochmal. Es gibt, ich glaube, schon einige Abteilungen, wo die Vorurteile weitestgehend zutreffen. Wo es, sag ich mal, also eine Sache, die alle vereint, ist, dass alle extrem hart und viel arbeiten. Da wird man nicht drum rumkommen. Also wenn wir jetzt irgendwie jemandem erzählen, dass man da nicht regelmäßig 80-Stunden-Wochen arbeitet, dann wäre das eine Lüge. 3 bis 4 Stunden Schlaf halte ich für übertrieben und ist auch überhaupt nicht
also nachhaltig gesund möglich. Das kann man mal irgendwie ein oder zwei Tage machen, aber danach ist dann auch wirklich erstmal vielleicht eine längere Pause notwendig. Ich hatte eine Woche, wo ich von Freitagmorgen auf Sonntagnachmittag durchgearbeitet habe mit einem Double All-Nighter. Das war so meine verrückteste Erfahrung. War eine meiner besten Erfahrungen auch. Hört sich vielleicht schon fast krankhaft an, aber war das spannendste Thema, an dem ich gearbeitet habe, und würde ich auch nicht missen wollen, die Erfahrung. Aber das brauche ich auch nicht jede Woche, und das war auch nicht jede Woche der Fall, und das war auch nicht jeden Monat der Fall, sowas. Ich glaube, es kommt sehr darauf an, dass man eine Abteilung wählt, wo man mit Leuten arbeitet, wo man merkt, dass die zwischenmenschliche Kommunikation stimmt und wo das Leute sind, mit denen man gerne zusammenarbeiten möchte, weil man verbringt so viel Zeit miteinander. Und da kommt man nicht drum rum. Und da muss ich ehrlich sagen, TMT in New York und San Francisco, da war die Welt zumindest was das, die emotionale Involvierung anging, noch sehr, sehr in Ordnung. Und deswegen, ich blicke auch sehr, sehr gerne auf meine Zeit zurück, die 5 Jahre, bin auch noch in Touch mit vielen von den Kolleginnen und Kollegen, auch heute noch wöchentlich. Wir machen auch noch viel zusammen, auch professionell, organisieren Events zusammen zwischen Goldman und Lightspeed zum Beispiel. Also, aber das war sicherlich nicht in allen Abteilungen und für alle der Fall. Also ich glaube, es kommt wirklich darauf an, in einem Praktikum auch sich zu überlegen, unter der Annahme, dass es hart weitergeht, sind das Menschen, mit denen ich das machen kann oder nicht. Aber 3 bis 4 Stunden Schlaf jeden Tag ist absolut crazy. Also ganz ehrlich, ich weiß nicht. Ich glaube, es liegt dann vielleicht eher daran, dass die Analysts auch noch 5 Stunden am Tag auf TikTok verbringen. Okay. Jihan, du hattest vorhin deine Bücher gezeigt. Das war eine Frage ja aus dem Google-Formular. Was ist eure Strategie, wenn es darum geht, Wissen durch Podcasts, Blogs, Artikel, LinkedIn-Posts und so weiter aufzubauen? So, also gibt's da, liest man einfach nur oder habt ihr irgendwie so eine Strategie, dass ihr sagt, ich fasse mir das immer, ich lese das Buch gar nicht, sondern ich nehme nur diese 15-Minuten-Zusammenfassung und schreibe mir dann meine Top 5 Learnings auf oder sonst was. Habt ihr da irgendwie eine Methodik? Also zu meiner Zeit gab es noch keine Podcasts. Ich glaube, also zumindest nicht in dem Sinne wie jetzt. Insofern ist das jetzt auch ein Geschenk dieser Zeit. Also einfach mal alle OMR-Podcasts hören, alle, keine Ahnung, also da gibt es ja so viele, die alle mal hören, und damit hast du schon mal, gerade OMR, ich finde den Westermeier auch ziemlich geil, der stellt die Fragen cool und so, und dann da schaut man sich ja nicht nur vom Inhalt was ab, sondern auch von der Methodik her, ja, das heißt, wie stellt er die Fragen, welche Fragen kommen als erstes und so weiter, dass du dann mal ganz schnell irgendwie ein Geschäftsmodell verstehst, weil du einfach schon 30 Mal gehört hast, wie der Leute auseinander friemelt, wie deren Geschäftsmodell ist, und versucht es zu verstehen. Ja, also deswegen Podcast auf jeden Fall hören, Content irgendwie im Nachhinein dann zusammenfassen und so weiter, habe ich gar keine Zeit für. Also da ist mir die Arbeit auch so anstrengend. Also entweder ist es interessant genug und es bleibt dann damit hängen oder halt nicht. Ja? Also sonst irgendwie hier anfangen und zusammenfassen und so weiter, mache ich nicht. Was ich mache, habe so ein kleines, ne, in der Notizen-App hier auf dem iPhone, habe ich so eine fortlaufende Notiz, und die geht wahrscheinlich schon irgendwie 15 Jahre, ja, seit ich das erste Mal ein iPhone hatte. Und da chronologisch kommen die neuen einfach oben immer rein. Interessante Sätze, Weisheiten, ne, kluge Worte und so weiter, das kommt damit rein. Das ist immer ganz interessant, dann flippe ich da einmal durch. Wenn ich jetzt einen Text schreibe und mal ein cooles, ein witziges und hochintelligent klingendes Zitat brauche, das klaue ich mir dann aus meiner Zitatsammlung da. Aber ansonsten mache ich jetzt keine großartigen Winde darum, hier irgendwie mir Sachen zu merken oder zu sortieren, um ehrlich zu sein. Moritz, wie machst du das? Ja, ich muss dir offen mal gestehen, du hast ja auch deine Bücherei gezeigt. Ist, glaube ich, bei mir schon ewig her, dass ich tatsächlich mal ein Buch von, also Cover zu Cover gelesen habe. Ich lese relativ wenig, zumindest was Bücher angeht. Ich lese relativ viel, was Blogs, Webseiten und, sag ich mal, jetzt wirklich Tagesgeschäft angeht. Das sind in der Regel Informationen, die sind irgendwie maximal einen Monat alt. Also das Investitionsgeschäft ist halt auch relativ schnelllebig. Da ist es meistens eigentlich schon zu spät, wenn es ein gedrucktes Buch ist. Das sollte man eigentlich wissen, wenn es im eigenen Themenbereich liegt.
Podcast ab und an. Aber mir da jetzt irgendwelche Zusammenfassungen oder Notizen zu machen, dafür ist mir meine Zeit ehrlich gesagt auch zu schade. Kann sein, dass es ehrlich gesagt eine gute Investition ist, aber ich persönlich habe es nicht gemacht. Okay. Thema duales Studium haben wir, glaube ich, schon ziemlich gut durchgekaut. Das Thema Excel PowerPoint, sind das noch wirklich so relevante Skills, die man sich am besten als Student aneignen sollte, eurer Meinung nach? Ist das etwas, das lernt man on the job und gut ist? Ja. Ich glaube, also Excel oder ich verwende jetzt Google Sheets für ziemlich viel, auch für private Sachen relativ ausführlich. Ich glaube, es ist gut, die Skills aufzubauen, unabhängig jetzt auch von der von der direkten Anwendung auf den Beruf, auch einfach für die persönliche Denkweise. Deswegen glaube ich, ist Coding auch so ein super Skill, weil er einfach dabei hilft, irgendwie Sachen intellektuell zu strukturieren. Und was PowerPoint angeht, oder vielleicht noch ein bisschen gröber gefasst, einfach gute Präsentation. Also ich habe, glaube ich, für meinen Job relativ selten, dass ich jetzt eine PowerPoint bauen muss, weil wir eigentlich, ja, in Investitionsarbeit, wir präsentieren uns nicht nach extern, wir schauen uns Sachen an und überlegen, sind das Dinge, wo wir Kapital und Beratung einbringen möchten. Aber so für viele Sachen, die drumherum stattfinden, sei es jetzt, um einen guten Case zu machen für Programme oder Initiativen, die um meinen Job als Berater oder als Investor stattfinden, für meine eigene PR- und Marketingarbeit, ob das jetzt darum geht, unsere Investments und unsere Portfolio-Companies irgendwie im besten Licht darstellen lassen zu wollen. Ich glaube, Sachen gut strukturieren und Sachen gut aussehen lassen, das sind Core-Skills, die helfen einem bei eigentlich fast allem. Also PowerPoint ist im Grunde, ist es Part von Sales- und Marketing-Skills und Excel ist Teil von strategischer Planung. Ja, und ich habe hier schon in meinem Berufsleben einige Studenten und Praktikanten erlebt, die haben im Unternehmen das erste Mal da PowerPoint aufgemacht. Ja, sorry, da sage ich, läuft was schief. Also hast du echt was falsch gemacht. Und deswegen ganz klares, ja, aber hallo. Wir hatten es ja gerade, ne? Also gerade als Prakti oder Werkstudent und so weiter, welchen Mehrwert lieferst du in der Organisation? Wo hast du da irgendwas? Ne? Du machst ein paar Recherchen und so weiter, aber am Ende musst du es aufbereiten. Selbst die schnödeste, gib mir mal alle VCs, die Gaming machen. Ja, da will ich keine 20 Bullets irgendwie untereinander, sondern will ich eine schön aufgearbeitete Präsentation in 2, 3 Folien höchstens, ja. Und dann muss das vernünftig aussehen, ja, und da kannst du das dann nicht einfach hinrotzen, Textbox auf, Copy-Paste rein und das war's, sondern das muss auch irgendwie vernünftig aufbereitet sein und auch dafür brauchst du PowerPoint, egal was, ob es PowerPoint oder irgendeines anderes dieser Tools, ja, Bums Banane, aber es geht genau darum, was Moritz gesagt hat, und da gibt es Leute, die machen das zum ersten Mal im Unternehmen und dann ist halt echt auch mau. Ändert sich natürlich auch zunehmend mit KI, ne? Es gibt jetzt halt AI-basierte Angebote wie Tome als PowerPoint-Alternative. Also ich meine, der Bereich wird sich sehr ändern in den nächsten 2, 3 Jahren, aber letztendlich strukturiertes Denken, Planen und dann attraktive Aufbereitung. Genau. Immer was wert. Wenn man jetzt BWL studiert hat und komplett schockiert ist, als ihr gesagt habt, dass man unbedingt programmieren können muss, Python oder eher eine andere Programmiersprache, was sollte man sich beibringen? Ist alles das Gleiche. Scheißegal. Okay. Gut. Wie kann man im Gesicht fitter aussehen, nachdem man starke Augenringe hat, durch viel Arbeit, Moritz? Danke. Das würde ich auch gerne wissen. Und wenn diese Person das rausfindet, dann können die Informationen da vielleicht noch im Chat weißt du, da gibt's eingepflegt werden. Da gibt es einen Trick, Moritz. Zoom-Filter. Nee, den LG. Nee, achso, deine niedrig auflösende Kamera, oder was? Genau.
Okay, gut. Ach komm, ich meine jetzt hier für 38 ist noch ganz okay, würde ich sagen, ne? Absolut. Wie auch sagen. Ja, zum Schlimmsten. Da kann man nicht meckern. Okay, Renommee Top-EU-MBAs versus Top-US-MBAs. Können die da mithalten in EU oder eher nicht? Nein. Eher nicht. No can do. Okay, kann man auch ohne Studium, sag ich mal, zu irgendwie solchen Firmen kommen? Ich könnte mir vorstellen, im Private Equity dann schon wieder, oder? Ohne Studium. Jetzt ohne konkretes, sag ich mal, in Anführungsstrichen Elite-Studium, also, aber, dass oder man komplett halt sonst ohne Studium, oder? Ja, zum Beispiel mit einer Ausbildung. Also ich sag mal, wenn du halt zum Beispiel, keine Ahnung, du hast dann du hast ein ich Unternehmen meine, eine Frage hast einen dicken für dich. Exit gemacht. Ja. Ja, VC auf jeden Fall. Also ich glaube, was wirklich Investitionen angeht, ist schon, in zumindest je mehr Senior es wird, ist es eher Themenexpertise als Finanzexpertise. Weil wenn man, sag ich mal, Unternehmen und Unternehmensmöglichkeiten gut versteht, dann wird es auch finanziell funktionieren. Also die besten M&A-Ideen sind auch solche, die irgendwie, sag ich mal, inhaltlich oder thematisch Sinn machen. Und nicht nur irgendwie Finanzmodellierung. Banking oder Consulting ist, glaube ich, schon eher traditionell, so wie du sagst. Beratung ist auch ein Riesenbereich. Ja. Wenn wir sagen Beratung, dann meinen wir in der Regel irgendwie McKinsey, BCG und Bain. Das ist wahrscheinlich 1% derer, die sich global Berater nennen. Also wenn man die beste Person für die Stelle ist, dann kriegt man auch die Stelle. Muss man nur zusehen, wie man das vermittelt. Auf welche vier Faktoren und KPIs achtest du bei einem Pitch-Deck, wenn du dir Startups anschaust? Also ich mach ja viel Early Stage. Von daher kommt es 80% aufs Team drauf an. Wir investieren von einem 7 Milliarden Dollar Fund, was Gaming angeht, mit Abstand der größte ist weltweit. Und wir brauchen, wir investieren nur in Projekte, wo wir, sag ich mal, am Ende des Horizonts oder des Tunnels irgendwie so einen leichten Blick bekommen auf die Möglichkeit, dass vielleicht in 1, 5, 10 Milliarden Dollar Unternehmen letztendlich umwandeln zu können. Das heißt, die Messlatte ist schon extrem hoch. Also ich schaue mir pro Jahr knapp 2000 Sachen an und investiere in der Regel in ungefähr 2. Und das sind, wenn es um Studios geht, sind das fast ausschließlich Leute, die vorher in leitender Erfahrung Franchises aufgebaut haben. Also die tatsächlich Nummer 1 Lead Designer oder Producer waren von einem Franchise, was man so kennt. Und das in den Investments, die ich über die letzten 4 Jahre gemacht habe, waren das alles Leute, die führend verantwortlich waren für Games wie Call of Duty, Fortnite, League of Legends, StarCraft, Warcraft etc. GTA auch. Rockstar, gab es FIFA. Exits? FIFA, ja. Electronic Arts, muss ich ehrlich sagen, das ist ein Riesenunternehmen und die sind eher alle so auf so einem Rhythmus, wir machen das jetzt jedes Jahr 5% besser. Ich glaube, wenn man jetzt nach mal so sehr, sehr klischeeartig sich die Founder-Profile anguckt, ein sehr, sehr spannendes Unternehmen, wo auch extrem viel gefundet wurde und eine sehr, sehr interessante Kultur ist Riot Games. Würde mal sagen, Riot Games würde ich auf die 1 packen, Blizzard auf die 2. Ich glaube, das sind, sag ich mal, die Kaderschmieden, wo zumindest auf der Studio-Seite die letzten 4 Jahre am meisten Kapital geflossen ist. Beide übrigens in Santa Monica und in Irvine, hier direkt in Kalifornien, also L.A., ist für mich jetzt, sage ich mal, nicht nur Lifestyle-technisch oben mit dabei, sondern tatsächlich auch für meinen Wirkungsbereich der beste regionale Fokus. Und wenn es nicht um Studios geht, sondern um Plattform- und Tech-Companies in und um Gaming, sei es jetzt an der Schnittstelle von AI und Gaming, wie zum Beispiel InWorld, ist ein sehr spannendes Unternehmen. Ich hab meine Investments auch alle auf meinem LinkedIn-Profil, sowohl bei Bitkraft als auch Lightspeed, können die Leute ja mal schauen, was das für Projekte sind, die zumindest von mir in den letzten 4 Jahren Funding bekommen haben. Okay, dann Frage wieder an Cihan. Was sagst du zur Schwarz Digits?
Ich bin als IT-Consultant nach dem Studium eingestiegen. Wie sollte meine Karriere aussehen und auf was sollte ich hinarbeiten? Ich glaube, Schwarz Digits ist ja schon was ziemlich Cooles hier im Raum Stuttgart-Heilbronn. Da macht der Schwarz-Konzern macht da ja eine große Nummer. Auch hier mit der deutschen, europäischen Cloud und so weiter. Ich glaube, da kann man viel lernen. Viele unterschiedliche Projekte machen, so gut es geht. Und dann auch so gut es geht vor Kunde und in verschiedenen Bereichen. Ne? Also klar, die machen wahrscheinlich Sachen bei PreZero, Kaufland, Lidl und so weiter. Und dann gucken, solange die Lernkurve hoch ist, bleiben, aber sobald die Lernkurve abflacht und das dann auch systematisch so bleibt, dann zu MAP kommen. Ganz einfach. Nimmst du Leute an, Tian, die dich auf LinkedIn anschreiben? Also ich kriege echt absurd viele Nachrichten zurzeit. Ich komme da gar nicht, absolut gar nicht mehr hinterher und ich mache ein erstes inhaltliches Screening. Ich gucke, also man kann mal davon ausgehen, dass ich mit 90%iger Wahrscheinlichkeit jede Nachricht mal lese und auf die reagiere, wo ich sage, okay, da hat sich jemand Mühe gegeben bei dieser Nachricht. Wenn das eine hingerotzte Nachricht ist, dann mache ich da nichts. Oder Moritz, wie ist so dein Ding? Du wirkst jetzt schon leicht lethargisch, Cian. Übrigens, man versteht dich immer schlechter. Also reiß dich jetzt nochmal bitte zusammen die letzten 30 Minuten hier. ja, ist okay. Wir haben ja gesagt, ein Ausreißer ist erlaubt in der 3 Stunden Unterhaltung hier. Also was Nachrichten angeht, ich lese tatsächlich alles, was auf LinkedIn reinkommt, was an E-Mails reinkommt. Wir haben auf unserem auf der Lightspeed Gaming Seite haben wir auch noch ein Kontaktformular. Das schaue ich mir alles an. Ich antworte auf wenig und ich antworte, wenn es eine gute Frage war. Die meisten Sachen, die mich erreichen, würde ich sagen, von einem Zuhörerkreis wie diesem hier, sind eigentlich Sachen, die man googeln kann, die jetzt keine besondere Erfahrung oder Expertise oder Meinung erwarten. Und wenn ich das Gefühl habe, das ist was, wo ich wirklich einen Beitrag leisten kann mit meiner Meinung oder mit meiner Erfahrung, dann beantworte ich das auch. Also das würde ich jetzt mal eigentlich das an den Raum hier zurückgeben und die Leute bitten, einfach bessere Fragen zu stellen. Ja, genau. Ne? Das kann ich auch nur zurückgeben, weil viele der Fragen so, entweder wurde schon einige Male beantwortet oder es ist wirklich etwas so, da brauchen wir jetzt hier nicht einen Cian und einen Moritz sitzen haben. Also ich würde mal vielleicht eine Frage nehmen, aber auch das Kepler-22b würde ich mal sagen, kann man auch so herausfinden. Aber was wäre das europäische Pendant zu Santa Monica für dich als Investor Richtung Gaming-Studios? Also vorne mit dabei in Europa, was Studios und sag ich mal Kreativität in Videogames angeht. Ich gehe mal so von oben nach unten. Regional Helsinki ist ein ziemlicher Hub. Da findet auch jedes Jahr Slush statt, was ursprünglich eine große Gaming-Konferenz war und sich mittlerweile zu einer Tech-Konferenz gemausert hat. Aber da gibt es Supercell und Rovio, also auch ein paar skalierte Exits und Talent-Hubs. London würde ich auf jeden Fall mit auf die Liste packen. Ja, was ist denn mit Istanbul? Wann kommt Istanbul? Ja, wir gehen ja gerade runter. Ah, okay. Und dann natürlich Istanbul, ja, also das hätte ich aber auch sonst noch gesagt. Istanbul mit Peak Games, Dream Games, insbesondere auf der Mobile-Casual-Seite ziemlich stark unterwegs. Und dann Tel Aviv, auch mehr auf der Mobile- und Casual-Casino-Style-Game-Seite. Europa ist schon sehr, sehr stark Mobile unterwegs und Nordamerika eher auf PC-Console, wenn man jetzt mal so leicht vereinfacht da rangehen kann. Deutschland, muss ich ehrlich sagen, liegt im internationalen Vergleich schon sehr zurück, was Game-Content angeht. Und das ist jetzt nicht das typische Problem von wegen erschwertes Unternehmertum, wenig Risikokapital vor Ort. Das sind auch alles Themen, die verbessern sich. Ich glaube, die Deutschen sind einfach jetzt nicht diejenigen, die irgendwie ein großes Herz haben für Kreativität und spielerische
Ausgestaltung, zwar als Absatzmarkt, aber nicht als, Produzent von Spielen. Und hoffentlich ändert sich das, weil das Talent und die Leute und die Liebe für Videospiele haben wir auf jeden Fall im Land. Ja. Würde gerne mehr in Deutschland investieren. Okay. Irgendwie eine Frage, die wurde ganz, ganz oft gestellt, deshalb frage ich sie dich auch einfach, Moritz. Mir fällt da jetzt, also ich weiß nicht genau, wie man die interpretiert. Welcher Aspekt im Laufe deiner Karriere war ein Game Changer, als du ihn verstanden hast? Ich glaube, der größte Game Changer war wirklich, das war auch das, womit ich unser Gespräch hier eingeleitet habe, sich zu trauen, Sachen zu versuchen. Das ist, glaube ich, wirklich Filter Nummer eins. Was irgendwie das, wir haben so viele spannende Projekte global und so viele große Probleme global. Also wir müssen eigentlich zusehen, dass wir die smartesten Leute auf die spannendsten und die schwierigsten Sachen raufkriegen. Und ich glaube, das ist heute zwar theoretisch möglich, aber es ist praktisch nicht, was stattfindet. Und ich glaube, das liegt trotzdem leider auch an diesen Leuten selbst. Dass sie sich das nicht zutrauen oder dass sie diese Wege nicht einschlagen, weil es jetzt irgendwie nicht das ist, was erwartet wird oder was sie so aus dem eigenen Umfeld kennen. Ich glaube, wenn ich mir eine Sache aussuchen müsste, dann wäre das das. Gibt es sonst irgendwelche Sachen, wo ihr zwei sagt, wenn wir jetzt vielleicht nochmal die letzten 10, 15 Minuten nutzen, wo ihr zwei sagt, hey, in den beiden Podcasts irgendwie oder sonst wie, habe ich das vielleicht noch nicht so untergebracht, aber das wäre mir vielleicht einfach nochmal wichtig, in dem Rahmen zu sagen, habt ihr da irgendwelche abschließenden Worte von euch beiden? Ja, noch ein bisschen Schnellfeuer, also wirklich konzentrierte Planung und ein System aufzubauen, was für die Exekutive, macht wirklich fast niemand. Ich kenne so wenig Leute, die auch irgendwie, sag ich mal, irgendwie einen 5- oder 10-Jahres-Plan für sich selber haben und dann auch irgendwie ein System, To-Do-Listen oder wie auch immer man das machen möchte und das wirklich abarbeiten. Wer kann sich angucken und sagen, das mache ich auch so? Macht eigentlich fast niemand. Macht überhaupt keinen Sinn für mich, dass das die Leute nicht machen. Cold Outreach, Leute kalt anzuschreiben, selbst beim Weltwirtschaftsforum jetzt. Ich habe mir da die 2500 Leute gezogen. Ich glaube, ich habe ungefähr 150 angeschrieben. Davon waren dann tatsächlich irgendwie 30 oder 40 One-on-Ones in der letzten Woche. Was für, sag ich mal, die Adressaten schon eine extreme Hitrate und Conversion Rate ist, von irgendwie, weiß nicht, um die 30%. Und ich glaube, eine gut geschriebene E-Mail, Cold Outreach, ist für mich die Resonanz mittlerweile ist weit über 50%. Und die Projekte und Themen, die ich mir in meinen 5-Jahres-Plan reinpacke, die irgendwie so 2, 3 Jahre weiter raus sind, wo ich dann manchmal überlege, ich, ob ich das wirklich da eintrage und ich denke mir so, naja, das ist jetzt wirklich ein bisschen sehr hochgegriffen oder das ist jetzt wirklich ein bisschen sehr unrealistisch. Zum Beispiel diese Davos-Geschichte. Also das habe ich wirklich, wirklich nicht erwartet, dass das in meiner Lebzeit nochmal stattfindet und dann war es auch wieder Realität. Und das funktioniert nicht für alles, aber es funktioniert ehrlich gesagt für das meiste. Und dann ist, ich frage mich auch trotzdem, trotz allem, was passiert ist, eine Frage, die mir im Kopf immer rumgeht, ist, greife ich hoch genug und setze ich mich für die richtigen Sachen ein? Das Spiel kann man ewig weitertreiben. Bin ich noch ambitioniert genug? Bin ich noch ambitioniert genug? Mentoren sind wichtig. Gute Mentoren, das sind in der Regel nicht irgendwie die direkte Vorgesetzte. Vielleicht ist es irgendwie 3 Stufen hoch oder es ist irgendwie ein bisschen in der naheliegenden Abteilung oder es ist jemand außerhalb des Unternehmens. Wie kommt man daran? Ich kenne ja keine Leute. Erstmal ist es ein Skill, sich irgendwie die richtigen Leute zu suchen oder überhaupt auf den Radar zu packen und dann kommt es wieder zurück auf dieses Thema Geben und Nehmen. Kann man diese Person anschreiben? Kann man vielleicht mit der, kann man sich da vorstellen oder irgendwie eine E-Mail schreiben, die gut genug ist, dass man zumindest mal den Coffee-Chat bekommt? Und sich dann an das Thema rantasten, taktvoll und mit der Grundannahme, dass es erstmal was gibt, was man vielleicht für diese Person machen kann, bevor man was fragt. Und ich glaube, ganz ehrlich, auch über 50% Trefferquote. Ich würde mal dreisterweise behaupten, dass ich heutzutage sehr, sehr, sehr viele Leute davon überzeugen könnte,
Mentor für mich zu sein. Und das kann man auf jeder, das Spiel kann man auf jeder Ebene spielen. Das hättest du vor 15 Jahren genauso gekonnt, auf dem Level. Also einfach nur um das. Genau. Und also, mit dem Level jetzt, ja, also das, ich hatte Glück bei IBM, dass irgendwie, dass ich glaube, mein erster Mentor war so ein Zwangsmentor, wo dann gesagt wurde, ja, und jetzt jeder von euch bekommt auch einen Mentor. Also ich meine, das, also Managementkultur bei IBM, muss man schon sagen, war schon sehr, sehr stark ausgeprägt. Da hatte ich großes Glück und danach hat man sich selber umgeschaut und gesucht. Arguing from First Principles, nicht darauf zu schauen, was andere machen oder was andere, die ähnlich sind wie ich, machen, ist ein mega wichtiger Hack und mega wichtige Denkweise. Ja, sich wirklich zu fragen, ist das jetzt irgendwie hier ein lokales oder ein globales Optimum, ist wichtig. Den Radar weit zu spannen, was Möglichkeiten angeht, ist wichtig. Zum Schluss natürlich sich dann wieder auf die richtigen Sachen zu fokussieren, aber auch mal wirklich, ich glaube, die meisten Leute gehen wirklich nur mit Scheuklappen durchs Leben. Ja, ich meine, das ist ja, wenn man das alles macht, würde ich sagen, dann ist Erfolg eigentlich schon so gut wie garantiert. Dann knüpfe ich nochmal mit drei Sachen an. Erstes Thema ist die Karriereplanung. Funktioniert halt auch nur, wenn du dich zumindest im Angestelltenverhältnis an der Stelle, ne, gerade frisch eingestiegen und so weiter, das mit deinem Chef auch, mit deiner Chefin institutionell aufplanst. Ja, also Entwicklungsgespräch, Zielgespräch, was muss ich tun, um und so weiter. Damit einhergehend die Hacks und die Kniffe, die es dafür braucht, dass du die auch lernst und feststellst. Ne? Also bei IBM gab es Bänder, bei anderen gibt es irgendwelche Gehaltstabellen und so weiter. Was ist überhaupt, also den Vogelblick darauf, was ist die Gehaltstabelle, was ist das Band, was muss ich tun, die Anforderungen dafür und so weiter. Und sobald du diese Transparenz hast, dann die offene, das Gespräch, die Zielegespräche mit deiner Führungskraft und so weiter, also das auch einfordern, ne, taktvoll natürlich, aber einfordern und das Ganze aufplanen, transparent machen, runterschreiben und den Plan dann auch abfahren. So. Zweiter Punkt, den ich immer sehr wertvoll fand, war offene Gespräche mit Freunden, ja, also mit deinem Inner Circle, da dann auch wirklich genau diese Gespräche, diese Themen dann auch offen zu reflektieren und auch ein Stück weit ne? Also sei es Gehaltszahlen oder was auch immer, maximal offen. Also dass du so einen Inner Circle von 1, 2, 3 Leuten hast, wo du jederzeit anrufen kannst und dann diese Punkte dann auch nochmal offen reflektieren kannst, damit du diesen Safe Space hast und diese Sprechfähigkeiten, wie ist es bei dem gelaufen, was hat der gerade und so weiter. Das habe ich Zeit meines Lebens mit meinen besten Freunden jetzt glücklicherweise auch, die in ähnlichen Rollen oder Funktionen sind, wo man das machen kann, wo man sich dann auch nochmal irgendwie weiterentwickelt. Und dann Netzwerken, ja, ist jetzt ein breiter Begriff und so weiter, muss man aufpassen, dass nicht inflationär verwendet wird oder verwässert wird, aber auch nicht Netzwerken des Netzwerkens Willens, sondern, was weiß ich, sich selber zum Ziel nehmen. Jede Woche gehe ich im Unternehmen mit einer Person lunchen, die ich halt vorher noch nicht kannte zum Beispiel. Ja, also einfach mal das als Ziel nehmen. Ne? Jetzt im Januar kann man sich ja noch gute Jahresvorsätze nehmen und sagen, okay, ich gehe 5-mal in der Woche auf der Arbeit Mittagessen. In der Regel halt mit meinem Team, mit meinen Leuten und mit meinem Chef, wer auch immer. Ich nehme aber vor, 1-mal in der Woche mit jemandem neuen Mittagessen zu gehen. Und da, auch da wieder, ne? Moritz hat es gerade gesagt, ja, ich kenne ja keinen, wie soll ich das machen und so weiter. Ja, guck dir das Org-Chart deiner Organisation an und schreib die Leute an. Hallo, mein Name ist, ich mache dies, ich finde dich spannend, interessant und so weiter. Wollen wir mal Mittagessen gehen? Dankeschön, auf Wiedersehen. Und dann planst du das auf. Fertig. Ja, und ich glaube prinzipiell, das haben wir jetzt nicht, das ist auch ein wichtiges Thema, das wurde, glaube ich, vielleicht nicht genug heute erwähnt, aber auch sich bewusst zu sein, wie man seine Zeit verbringt und mit wem. Und das ist jetzt nicht in dem Sinn gemeint, dass man irgendwie sich Minderleister Freunde irgendwie aus seinem Leben abschneidet. Ich sage das nur, weil es ist ein lustiges deutsches Wort, was ich immer nur gelesen und ich glaube nie gesagt habe. Sondern wenn ich mir mal anschaue, irgendwie auf ganz natürliche Art und Weise
wer jetzt hier meine Freunde sind auch und was die alle gemacht haben, sind alle sehr ähnlich unterwegs. Nicht im gleichen Bereich. Das sind in der Regel keine Investoren, die haben in der Regel auch nichts mit der Videospielindustrie zu tun. Aber ich würde mal sagen, die sind schon ähnlich gepolt und ambitioniert und erfolgreich auf ihre eigenen Arten und Weisen. Und jetzt zum Beispiel schon allein zusammen ins Fitnesscenter zu gehen, oder heute Morgen war ich mit einem guten Freund von uns laufen, der selbstständig ist hier in Malibu, ein Unternehmen hat zusammen mit seiner Frau, der auch sehr ambitionierter Läufer ist, aber wo wir uns auch austauschen zu vielen Fragen, was eben solche Fragen angeht, wie wir heute ja auch diskutiert haben. Je mehr du bewusst auch diese Zeit und diese Lebensräume ausgestaltest, desto mehr stolpert man halt eben auch in neue Ideen, in spannende Themen, in Gesprächspartner, mit denen man eigene Ideen oder Argumente oder Hypothesen ausdiskutieren kann. Das wird einfach dann das wird dann einfach Alltag. Also irgendwie dieses blöde Zitat, dass man im Grunde der Schnitt von den 5 Personen wird, mit denen man die meiste Zeit verbringt. Weiß jetzt nicht, ob das jetzt unbedingt besonders hilfreich ist, aber tendenziell geht das schon in die richtige Richtung. Top. Ja, Jungs, ich glaube, wir könnten echt noch deutlich, deutlich länger machen, aber nachdem, glaube ich, sowohl der Gian als auch ich... Ich weiß nicht, ich habe das Gefühl, ich meine, es muss ja noch Platz geben für Teil 2. Es muss noch Platz geben für Teil 2. Ja, und ich sage euch, Teil 2 machen wir on-site, live, on-stage, Moritz, wenn du das nächste Mal in Deutschland bist. Oder einfach, also hier ist auch nett. Wenn ihr keine Lust habt, vorbeizukommen. Oder du fliegst uns nach Hawaii ein. Das können wir auch machen. Ist ja auch Family im Grunde. Genau. Ja, von meiner Seite vielen, vielen Dank. Also ich glaube, wenn alle Zuhörerinnen und Zuhörer, wenn ihr das mal vielleicht auch mal zweimal und dreimal nochmal anhört und mal wirklich überlegt, was die... Ne, weil so aus meiner Perspektive, wenn ich mir jetzt so den Chat anschaue, wenn ich meine Instagram-DMs anschaue, wenn ich die Q&As durchlese, wenn ich auch so mir vorstellen kann, was für Fragen ihr dann bekommt, wo ihr sagt, ja, darauf muss man jetzt nicht unbedingt antworten. Es gibt so ein paar recht entscheidende Fragen, so ein paar recht entscheidende Sachen, die man machen muss. Und die sind eigentlich, die wurden jetzt hier genannt, die werden woanders genannt. Und dann liegt es am Ende des Tages an euch. Und vielleicht von meiner Seite noch so der letzte Appell, also auch wo wir jetzt hier das Quick Q&A gemacht haben, viele der Fragen, finde ich, sind so gar nicht mal so wichtig, sondern es geht eher darum, dass ihr versucht, so diese grundlegende Message, das was zum Beispiel Moritz und Gian am Anfang gesagt haben, was sie jetzt am Ende nochmal betont haben, dass ihr das versteht. So, und ich glaube, da muss man vielleicht, vielleicht hilft dieser Podcast euch, vielleicht hilft euch irgendwie die Lektüre von irgendwelchen Büchern dabei, vielleicht hilft es euch auch selbst mal zu reflektieren, was ihr machen wollt. Und dann ist in meinen Augen, muss man dann auch mal eine Phase im Leben starten, wo man keine Fragen mehr stellt, sondern wo man einfach mal macht. So, und dann auf dem Weg dorthin kommen dann natürlich nochmal Fragen auf, aber dann habt ihr auch schon Erfahrung, dann wisst ihr schon deutlich konkreter und dann könnt ihr natürlich gerne sowohl mir als auch natürlich dem Moritz und dem Gian mit deutlich mehr Erfahrung Fragen stellen, die dann vielleicht auch irgendwo noch sinnvoller sind, wo man sagen kann, guck mal, ich bin jetzt hier, ich habe jetzt das und das und ich habe das ganz konkrete Problem, kannst du mir kurz weiterhelfen, anstatt quasi zu fragen, was ist ein gutes Praktikum nach dem zweiten Semester. So, ne? Das heißt, vielen, vielen Dank für alle, die hier auch nett kommentiert haben und gesagt haben, dass das eine coole Sache war. Ich hoffe natürlich, wie gesagt, ihr teilt das Ganze. Schaut euch noch gerne nochmal doppelt und dreifach an. Und vielen Dank an Moritz und Gian, dass ihr euch heute Abend bzw. Moritz heute Mittag die Zeit genommen habt. Danke dir. Noch ein kurzer Nachtrag zu dem, was du gerade gesagt hast. Weil ich glaube, es ist sehr einfach, hier zuzuhören. Und dann zu hören, okay, strategische Planung ist wichtig. Gut, nickt man ab, klingt irgendwie sinnvoll, dass mehr strategische Planung wahrscheinlich besser ist als weniger. Und dann, dass irgendwie Umsetzung wichtig ist, irgendwie eine To-Do-Liste oder ein konkretes System, macht irgendwie auch Sinn, nickt man ab. Und dann ist halt meine Frage, wer macht denn das wirklich? Wer macht denn die nächsten 1-2 Monate sich mal so ein One-Pager und plant mal die nächsten 5 Jahre und setzt es mal um in ein System, an das man sich hält für 1 Jahr oder 2 Jahre.
werden die wenigsten machen. Auch wenn die meisten sagen, das klingt sinnvoll. Und wir haben jetzt hier das mit an den Weg gegeben, was für uns funktioniert hat die letzten 10 Jahre. Ich glaube in dieses System sehr stark und in die Ratschläge, die wir gegeben haben. Und da denke ich, ist viel Wertvolles dabei. Aber die Kunst ist halt wirklich, es nicht nur ja, in Anführungsstrichen abzunicken, sondern wirklich zu verinnerlichen und dann auch zu machen. Ja. Da trennt sich die Spreu vom Weizen und ich glaube, das ist vielleicht auch ein guter Titel für heute Abend, da wo sich die Spreu vom Weizen trennt. Und genau. Und wir sammeln auch noch Spenden für eine anständige Webcam für Chian. Schicken dann auch noch mal was rum im Chat. Und dann genau. Teil 2 in HD. Dann kommt der Toaster wieder in die Küche. Ja, und der Monster-Toaster muss dann nicht als Kamera halten. Perfekt. Dann einen schönen Abend euch, ne? Und bis zum nächsten Mal, ihr Lieben. Macht's gut. Tschüssle. Ciao, ciao. Tschüssle.